Moin Moin und hallo, herzlich willkommen im 14. Jahrhundert. Wir spielen ein rundenbasiertes Rollentaktikspiel. Crown Wars The Black Prince heißt es. Und ich freue mich sehr drauf, gleich eine kleine Zeitreise mit euch zu machen. Die wird hier schon so ein bisschen angeteased durch zwei traurige Gesellen, die am alten Knarzbaum aufgeknüpft worden sind. Wir wissen nicht warum. Ich vermute, es waren Verbrecher und sie haben es ein Stück weit vielleicht auch selber zu verschulden. Vielleicht sind es aber auch Unschuldige. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht im Laufe des Abenteuers herausfinden. Das Ganze im Rahmen einer Kooperation, würde ich mich sehr freuen. Wir bedanken uns bei Nacon, die sind Publisher dieses Spiels. Und wir starten einfach mal direkt in ein neues Spiel mit rein. Ihr könnt euch zu diesem Spiel informieren, indem ihr entweder im Chat auf den Link klickt oder auf Twitch. Diese kleine Grafik, die dort eingepflegt ist, einfach draufklicken und ihr kommt dann direkt zum Spiel. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich hatte schon mal ausprobiert, ob alles funktioniert. Und zu Beginn können wir auswählen, wie wir spielen wollen. Es gibt knappe Ritter Baron. Das sind im Prinzip die Schwierigkeitsstufen. Knappe ist für Neueinsteiger, die vielleicht relativ entspannt die Story genießen wollen. Dann haben wir den Ritter, das ist die normale Schwierigkeit. Und den Baron. Das unterscheidet sich auch dadurch, dass, insbesondere hier, die Gefährten sterben, nachdem sie sich eine Wunde zugezogen haben. Also das ist schon ein bisschen knackiger. Aber ich will jetzt hier heute nicht beweisen, was für ein super toller Gamer ich bin, sondern das Spiel natürlich auch in den Vordergrund stellen. Deswegen nehmen wir das Normale. Dann gibt es noch den Heldenmodus zu vergleichen mit dem Hardcore-Modus. Man hat nur einen Speicherplatz. Automatisches Speichern ist auch begrenzt. Also das ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Nicht unbedingt Hardcore-Modus. Da ist man ja tot, wenn der Charakter stirbt. Hier kann man zumindest noch speichern. Aber wir machen das mal aus und starten mal direkt rein. Ab ins 14. Jahrhundert. Wir wissen ja, Frankreich und England, die mochten sich zu der Zeit nicht, hören wir mal rein. This war between France and England, but not all facts have been told. Poitiers, 1356. After fighting to complete exhaustion, the King of France, John II, is defeated. The King of England's son, the Black Prince, takes him as a prisoner. For more than 20 years, the royal houses have been fighting for the crown of the most powerful kingdom in the Occidental world. It was a war of chivalry, kings and princes. A war between families, rival houses, and cousins. A war fought according to the conventions of feudalism. But with neither side willing to kneel to the other, the war became a costly endeavor, attracting the most bloodthirsty of mercenaries. And in the shadows, there were those who resorted to unspeakable methods, exploring mystical powers involving the occult. In the midst of this turmoil, with chaos reigning all round, a group of compassionate men and women gathered in secret to fight an insidious threat, more horrifying than the war itself. Ja, das ist die Ausgangssituation. Also wir befinden uns hier wirklich in einer sehr wilden, unruhigen, blutigen, konfliktreichen Zeit. Der Hundertjährige Krieg ist da ein Thema. Und prächtige Burgen. Thank you, my dear brothers and sisters, for having come from so far away. The Brotherhood is facing a formidable challenge in these troubling times. It's true. The King of France has been defeated and captured by the English. And we must continue to keep out of political matters. Of course, but that's not why the Council has gathered here today. What was that? See what's going on. Are we under attack? We must prepare for the worst. The Brotherhood's documents are of the utmost importance. We mustn't let anyone get hold of them. Oh ja, Ärger vor der Tür. Boing. Good God, what's happening? Sire. We must leave right away. We are under heavy attack. We can't flee and leave our documents here. We should send a message to warn Nicholas. We can't risk being captured. My friends, the day we all feared has arrived. We must burn our documents. We cannot let ourselves be captured. You, go to the main gate. Organize the defense. We need to buy ourselves time. Very well.
We'll meet again before God. So. They're already here. Beginn der Schlacht. So, jetzt geht's direkt los. Ich frage mich ja bei sowas immer, wenn man so diese Waffen dieser Zeit sich anschaut, wer hat sich die ausgedacht? Und, also wie haben die sich, was ist die Evolution dieser Waffe zum Beispiel? Es ist ja eigentlich ein Hammer, aber hinten mit der Spitze und oben mit der Spitze. Und da gibt es ja bestimmt eine ganz eigene Technik, wie man diesen Kriegshammer schwingt und gegen welchen Gegnertyp der eingesetzt wird. Also der, ich kann mir vorstellen, der ist gut gegen, also jetzt in der Realität gut gegen Leute mit einer Panzerrüstung an, so wie wir selber auch gerade eine haben. Weil man ja mit einer Stichwaffe vielleicht gar nicht da so durchkommt und damit kann man aber quasi so richtig einfach Knochen brechen oder so, ich weiß es nicht. Aber das finde ich schon sehr interessant, wie sich die entwickelt haben, diese Waffen. Wir haben jetzt den Auftrag bekommen, ihr habt es ja gehört, den Ausgang hier zur Burg irgendwie frei zu kämpfen. Und einige Leichen liegen rum und sind stumme, blutige Zeugen der gewaltvollen Geschehnisse im Vorfeld. Dinge brennen, wir müssen uns jetzt hier erstmal rauskämpfen. Und das machen wir auf gute alte Taktikart. Das heißt, wir haben Bewegungspunkte und Aktionspunkte. Und dieser erste... hier, wie nennt man das hier, diese leuchtende Linien, das erste Feld, was hier aufgezeichnet wird, ist quasi unser Bewegungsradius, da können wir überall hingehen und hätten dann noch unsere Aktionspunkte hier unten, sehen wir das ja auch, das blaue sind die Bewegungspunkte und dann haben wir hier noch so zwei gelbe Rauten, die geben dann unsere Aktionspunkte an und dann haben wir halt hier verschiedene Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Als erstes wollen wir uns natürlich in den Kampf wagen, das heißt, wir gehen mal direkt vor ihn und jetzt seht ihr hier, das ist ein bisschen tricky. Man muss immer auch aufpassen, dass man sich richtig dreht, ne? Weil wenn ich jetzt dem Feind den Rücken zudrehe, ist vielleicht blöd. Also wir gehen direkt vor seine Nase. Und jetzt seht ihr, dass die blaue Raute verblasst, weil das waren unsere Bewegungspunkte. Und jetzt zeigen wir euch mal und mir, was wir hier für verschiedene Fertigkeiten haben. Also zum einen Kampfstil Champion. Wir bekommen dann einen Bonus von 10% auf Kraft. Das ist vielleicht ganz gut vor einem Kampf oder wenn man noch einen gewissen Abstand hat irgendwie zum Gegner. Dann können wir auch verteidigen. Das heißt, wir können, glaube ich, hier damit tanken, wenn ich es richtig verstehe. So dass die Gegner auf mich gehen und vielleicht weniger stark gepanzerte Verbündete dann in Ruhe gelassen werden. Dann gibt es den Standardangriff, das ist der Hammer. Da prügeln wir auf den Gegner ein. Machen 5 bis 9 Stumpfschaden und können einen Rüstungspunkt entfernen. Dann gibt es Überwachung. Und das ist auch in jedem Rollenspiel eigentlich mit verbaut, dass man an Ort und Stelle verweilt und sagt, aber wenn mir jemand zu nahe kommt, dann habe ich die Initiative, also ich habe den ersten Schlag. Selber schuld, wenn der zu mir kommt. Defensivhaltung haben wir auch noch. Und dann die Fähigkeit Urteil. Du züchtigst deinen Gegner und verursachst 5 bis 9 Stumpfschaden. Und während wenn wir während des Zuges Schaden erlitten haben, dann erhält dieser Angriff einen Bonus von 20% auf Kraft. Also ist es, wenn wir schon Prügel eingesteckt haben, vermutlich die bessere Wahl, das zu nehmen. Hat aber, glaube ich, einen Cooldown von 3 Runden, wenn ich das richtig lese. Oben rechts in der Beschreibungstafel steht eine 3. Ich glaube, das ist der Cooldown. Und dann haben wir den schweren Ansturm. Du stürmst voraus und verursachst 5 bis 9 Stumpfschaden beim ersten Gegner an deinem Weg. Klingt auch nach Action. Aber in diesem Fall nehmen wir den Standardangriff Brecher und verprügeln ihn einfach mal. Ja, das hat mal gesessen. Looten können wir nicht, brauchen wir nicht. Und jetzt können wir unsere verbliebenen Aktionspunkte noch in Bewegungspunkte umwandeln. Und das machen wir auch. Tap, 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 tap. So, dann Runde beenden. Bartosz Gawalek schreibt,
flache Seite des Hammers gegen Gelenke und Kopf, spitze Seite gegen die großen Platten wie Oberschenkel und Brust, spitze vorne, um den Rest zu geben oder um den Gegner auf Abstand zu halten. Sehr gut, vielen Dank für die Erklärung. So, Helfer in der Not. Und jetzt kriegen wir Verstärkung. We came from the western ramparts and attackers passed by. If the gate falls, we're done for. Da ist das Tor. Das darf natürlich nicht fallen. So, jetzt haben wir schon wieder eine Party erweitert. Ich finde ja diesen Hund ziemlich cool, weil der so richtig fies aussieht. Wenn man sich den mal anguckt, der ist pure Muskelmasse. Und man kann sich richtig vorstellen, dass der sehr wehrhaft ist und mit dem will man sich nicht anlegen. Ist aber jetzt unser Freund und ist auf unserer Seite. Das ist gut. So. Jetzt haben wir hier, ich weiß nicht genau, ob das noch so schlimm ist. Wir hatten leichte Asynchronität zwischen Bild und Ton. Im Zweifel könnten wir das Spiel auch nochmal neu starten, wenn es störend ist. Können wir ja speichern und laden. Das dauert ja nicht lang. Aber jetzt haben wir die Situation, dass hier diese beiden Johnnies nicht damit gerechnet haben, dass unser guter Freund aus dem Hinterhalt kommt. Gucken wir uns den auch mal an. Ready when you are. Der ist vielleicht eher so ein Schurkencharakter, würde ich mal sagen. Der macht nicht ganz so viel Schaden wie unser anderer Charakter. Aber kann zum Beispiel auch Vergiftung bewirken. Und er kann mit dem Hund zusammenkämpfen. Und er kann einen Falken rufen. Aber dann sollten wir möglichst die Leute schon hier im Einzugsbereich haben. Also, was wir machen können ist... Wir können ihn auch alleine angreifen. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Vielleicht reicht das auch schon. Der hat 8. 4 bis 7 Schnappen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir gehen hier hin. Nein, jetzt habe ich mich falsch gedreht. Guck mal, genau das meinte ich. Das sollte man nicht machen. Und der Hundimann kommt mal dazu. Und jetzt müsste ich eigentlich so einen Parallelangriff starten können. Yes. Abgestimmter Angriff. So. Und dann geht er down. Also, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Gefährte ist hier sehr wichtig. Jetzt können wir... Wir kommen mal von der Seite. Und wollen dem Kehlenschlitzer mal eins überbraten. Wir machen den normalen Standardangriff. Und zack, hat gereicht. Ja, der hat ja auch keine Panzerung und nichts, keine Rüstung. Okay, und wir können jetzt die restlichen Punkte wieder in Bewegung umwandeln. Machen wir das mal. Yes. Bei ihm auch. Und wir bleiben aber mal zusammen. Ich könnte natürlich jetzt noch weitergehen, aber dann würde ich mich... Ich will ja die Gruppe möglichst nah beieinander haben. So. Gut, dann lass uns mal schauen. Hier haben wir so ein bisschen... Sichtschutz, da kann man eigentlich gut hier hingehen, würde ich sagen. Und jemand hilft. Und yeah. Oh Mist, okay, er kommt nicht ganz. Oh, hier ist auch so ein schickes, kleines zertrampeltes Beet. Da liegen noch die Garteninstrumente hier. Was ist das? Schaufel und so. Ah, das ist natürlich, die wurden mitten in der Gartenarbeit gestört. Das ist natürlich echt schade. Gehen wir mal dahin. Und ich beende jetzt einfach den Zug. Da ist ja noch keiner da. So. Schamane. Geht hier hin. Der klettert sogar... Oh! Okay. Jetzt gibt's richtig Ärger. Oh, ich liebe Bogenschützen. Ich liebe diese Bogenschützen-Auftritte. Ich spiele auch immer sehr gerne Bogenschützen. G-
gibt unterschiedliche Klassen übrigens. 6 Stück an der Zahl. Kreuzritter, Alchemist, Bestienmeister, Häuter, Schwertkämpfer und Drachen. Jetzt sehen wir hier noch 2 weitere Charaktere, die jetzt dazugekommen sind. At your service. Aus dem Schatten Elsa Vilantin. Unsere Bogenschützin. Das ist der Standardangriff, fokussierter Schuss. Okay, dann haben wir Krähenfüße. Ja, die kennt man, die können wir hinter uns oder vor uns werfen und hindern dadurch den Gegner am Fortkommen. Und der perfekte Schuss. Hat aber einen Cooldown von 4 Runden. Und hat vermutlich eine überlegene Reichweite auch, ne? Ja, hat eine höhere Reichweite, dieser Schuss. Macht aber auch 3-7 Schaden. Und wir hält, proportional zur Distanz zum Ziel einen Bonus auf Kraft. Das heißt vermutlich, je weiter der Gegner weg ist, desto besser. Also würde es in diesem Fall ja vielleicht Sinn ergeben, den anzugreifen. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber unseren zweiten neuen Freund an. Ready when you are. Und das ist Jacques Montverac. Der hat eine Armbrust, aber der hat halt auch so geile Fläschchen. Also Feuerfläschchen, Säurefläschchen, Heilfläschchen. Das ist der Bolzen. Alchemistisches Pech und alchemistische Sprengung. Und der Charakter ist, glaube ich, ziemlich cool, weil der halt auch in so Gruppen Sachen reinschmeißen kann. Ich versuche mal Folgendes. Wir nehmen mal unsere Bogenschützen. Wir machen mal den perfekten Schuss auf den anderen Archer. Miste, nur so wenig. Das ist ja schade. Aber sie hat noch einen zweiten. Da kommen wir leider nicht hin. Schade. Naja, was willst du machen, ne? Dann nutzen wir den zweiten Schuss für ihn halt. Ja, die leben alle noch. Ist halt einfach Pech. Was willst du tun? Dann nehmen wir... Ne, ich will ihn hier. Der hat so eine Pestmaske auf. Ne, Entschuldigung. Hier, den. Ready when you are. Wir machen jetzt Folgendes. Er geht dahin. Ah, da hinten kommen noch weitere. Egal, wir gehen dahin. Und jetzt schleudern wir mal eine Feuerfläschchen. Oh ja. So treffe ich 3 Leute. Guck. Sehr gut. Und wir können sogar noch eine Aktion machen. Wir können die Sprengung machen. Oh. Ah, die brennen leider nicht. Ja, wir können Pech machen, wir können den Bolzen machen, wir können aber das Säurefläschchen. Ja, das finde ich ganz gut. Die Säure ist jetzt vielleicht eine gute Idee. Ach, das ist nur eine Flasche. Ah, nee, okay. Ja, komm, dann machen wir diese... Okay, das ist krass. Da kriegen wir alle mit. Das machen wir jetzt. Geil. Und die gehen jetzt auch da. Geht der auch down? Der Kehlenschlitzer. Wollen wir hoffen. Guck mal, unsere beiden Freunde haben wir noch gar nicht benutzt. Die anderen. So, dann. Okay, das ist... Der kann eigentlich bis hier gehen. So. Und der Hundimann. Wuff, wuff. Der weicht natürlich nicht von seiner Seite, ist ja klar. Dann haben wir noch hier ihn. Der ist bislang noch gar nicht tätig geworden. Der kann, wenn... Na, das ist natürlich... Ja, der läuft einfach nach vorne. Was soll er sonst machen? Der läuft hier hin. Da würde er auch nicht verbrennen, nehme ich mal an. Weil der andere Typ... Ich glaube, der nimmt noch Schaden. Ich riskiere das mal. Ich hoffe, dass der noch tot umfällt. Ich nehme ja wohl keinen Feuerschaden hier, oder? Der ist doch hoffentlich da. Fuck, ist der gerade durchgelaufen? Vielleicht hier durch die... Ah. Weil der hier an dem Beet vorbei musste. War vielleicht blöd. Kannst du halt nichts machen. Yo,
Ansonsten können wir nichts weiter machen. Dann warten wir jetzt mal. Er könnte Überwachung machen, aber das kommt eh keiner. Ist egal, das brauchen wir jetzt nicht. Kommt eh keiner. So, Runde wird beendet. Er läuft durch das Wasser. Ah, er läuft auch durch. Original, er kommt doch zu mir. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber selber schuld. Habe ich ihn quasi angelockt. So, und jetzt können wir den finishen. Mit dem Bogenschützen. Ready to go. Und da müsste ein normaler Schuss reichen. Wie, ich kriege ihn ab? Nee, sehr gut. Der Winkel lässt es zu. Tschüss. Thank you. The council will destroy the documents. We must hold the main gate. Yes, the enemy is quickly gathering. I saw them from the rooftops. They're trying to force the gate open. We don't have much time. We must stop them here. They'll rue the day they attacked us. Forward! Forward! Da ist die nächste Truppe. Okay. Dann lass uns mal gucken, wie wir das machen. 1, 2, 3, 4 sehe ich. Ein paar Sachen haben natürlich jetzt vermutlich noch einen Cooldown, oder? Ja, so sieht das aus. Aber ich denke mal, dass wir mit unserer Bogenschützen nichts verkehrt machen. Wenn wir die... Darf ich die da oben raufstellen eigentlich? Die stellt sich hier hin. Da hat sie alles in Reichweite. Und die macht jetzt mal, die versucht erstmal den gegnerischen Bogenschützen auszuschalten. Kann aber nur das Standardding. Ah, Mist, er überlebt. Ah, nee, sie darf ja nochmal schießen, stimmt. So, tschüss. Oh, nein! Was ist denn da los? Der ist ausgewichen. Das ist eine sehr unangenehme Eigenschaft. At your service. So, er hat ja auch noch... Ah, kann aber nicht. Er hätte noch den Rüstungsbrecher. Hier hätte er halbe Deckung. Halbe Deckung. Wie sieht das aus, wenn er da oben hingeht? Trifft er von da oben irgendwas? Ja. No problem. Der geht hier hin und schaltet jetzt mit seiner Armbrust den Bogenschützen aus. Der durfte nicht einmal schießen, der ärgert sich jetzt richtig. So, jetzt können wir noch ein Säurefläschchen werfen oder noch einmal schießen. Verursacht zwei Rüstungs... Ich hatte ja eine Rüstung... Bin nicht sicher, ob der Kehlenschlitzer eine Rüstung hat. Wir können ja mal das... Säurefläschchen, das hat nämlich auch keinen Cooldown und... So, schmeiß mal. Bringen wir das auch mal zum Einsatz. Macht jetzt erstmal nicht so viel Schaden. Okay. Die sind jetzt in Sicherheit. Jetzt lauern hier nur noch die auf uns. Das gucken wir da, wie weit kommen wir denn? Okay, wir könnten einen Aktionspunkt eintauschen, bis hier laufen und dem einen vor den Latz knallen. Wir können aber auch sagen, wir positionieren uns so, dass die zu uns kommen. Und wir machen dann Verteidigung. Das geht ja auch. Kommen die da eigentlich hoch? Wenn wir Pech haben, kommen die wahrscheinlich auch hier hoch. Ja, das vermute ich. Aber dann machen wir das jetzt zu. Mal gucken, warten wir mal, bis die kommen. Pass auf, jetzt machen wir mal so. Wir stellen uns einfach hier hin und wir machen einfach Überwachung. Er macht auch Überwachung. Und Hundimann macht auch Überwachung. Mal gucken, was passiert. Jetzt haben die ja keinen Fernkämpfer mehr. Ach, das ist unangenehm. Die können mich doch nicht treffen, erzähl mir doch nichts. Oh, fuck. No, shit. Oh, das ist das Gemeinste, was ich hier gesehen habe.
Aber es wird ihnen natürlich jetzt auch zum Verhängnis werden. Selber schuld, wenn die so tollkühn sein wollen. Dann ist ihr Ende jetzt halt nah. Boah, Kamera. Muss ich besser machen. So. Den machen wir zuerst platt. Den da, glaube ich. Wir nehmen jetzt unseren Rittersmann. Oder unsere Rittersfrau. Und die kommt hier hin. Ich weiß nicht, kann ich von da oben auch schlagen? Habe ich da einen Vorteil? Ich glaube nicht. So. Und jetzt gib ihm. Und gleich nochmal. So, hinüber. Prima. Dann machen wir als nächstes den da. Das finde ich ja super frech, was der sich da geleistet hat. Und die Mann geht dahin. Und sein guter Freund Eduard geht dahin. Und dann können wir schon wieder eine koordinative Attacke machen. Ja, der abgestimmte Angriff. Hier, gib ihm. Hürk! Und nag ihn. Ja. So. In Stücke gerissen. Jetzt haben wir nur noch einen, der uns nervt. Und das ist hier dieser freundliche Herr. Und den machen wir jetzt auch platt. Am besten gehen wir hier rüber und dann haben wir freies Schussfeld. Oder ist das... Doch, von da müssten wir die noch treffen, ne? Ja, das muss gehen, hoffe ich. Geh mal rüber. Ah, der hat auch noch Schutz gehabt. Und jetzt fokussierter Schuss. Ja. Davon dürften wir jetzt ja zwei machen. Oh, was? Das ist ja frech. Oh, ne. Ja, vielleicht, weil er ihn hat kommen sehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Weil jetzt haben wir überhaupt noch... Ja, der hat noch Aktion. Der trifft... Oh, der könnte mit der Armbrust. Ah ja, komm her, das ist doch gut. Na! Na gut. Dann hat der Hundimann hat noch Aktionspunkte. Aber der kommt, glaube ich, nicht auf zu dem hin, oder? Nee. Dann machen wir das anders. Der beschützt jetzt... Und zwar muss er ja wahrscheinlich dann den hier beschützen. Klettert, ja, die Frage ist, wo kommt der hin? Wo kommt der hin? Wir gehen mit dem Hundimann hier hin. Oh, dann haben wir ihn noch. Der kann aber auch nicht so sonderlich viel machen, der hat relativ wenig Reichweite. Wir gehen mal hier hin. So. Und er darf noch laufen. Und der läuft dann einfach hier hin. So. Sparen wir uns für die nächste Runde ein paar Bewegungspunkte. Weil jetzt könnte es sein, dass irgendwer noch auf den Sack kriegt. Ja, geht oben lang, habe ich befürchtet. Ah ja. Hat aber nicht getroffen. Ist sehr doof. Okay. Sie haut ihn einfach um. So. Tschüss. Kampf gewonnen. Still many enemies. Let's hope our brothers and sisters of the council had enough time. Regardless, we must continue until the very end if we must. Oh, die nächste Horde. Das stelle ich mir auch sehr unangenehm vor. Wenn man sich so zurückgezogen hat in den Burgfried und man hört draußen das Kampfgetümmel und man weiß, okay, aus der Nummer kommt man nicht wieder raus. Nicht so nice. So, jetzt geht's richtig los. Das war nur der Prolog. Okay. Montverrac. Auf Wissen vertrauen. Wir beginnen mit plus 1 Alchemisten. Villantin. Beginne mit plus 1 Schinder. Larousun. Beginne mit plus 1 Kreuzritter. Eguras. Beginne mit plus 1 Bestienbändiger Bär.
Verstärkte Axt. Was findet ihr denn gut? Da steht noch zu jeder Familie so ein bisschen einleitender Text, was sie so auszeichnet. Kreuzritter, Großschwert. Ich bin ja Bogenfan, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir den hier nehmen. Ich glaube, so ein guter Tank ist eigentlich vom Gameplay her immer das Wichtigste. Aber ich mag halt Bogenschützen. Und das ist der Typ mit der Armbrust. Der hat auch, finde ich, mit den ganzen Tränken und so, also der Alchemist, der ist schon mächtig. Aber wie gesagt, ich mache das aus Spaß und ich habe Bock auf Bogenschützen. So, wir können das Familienwappen noch anpassen. Das finde ich auch ziemlich nice. Und mir gefällt das Wappen eigentlich schon gar nicht so schlecht. Aber gibt es hier eine Burg? Das ist gar nicht so schlecht. Ein Turm. So, das ist halt einfach Hamburg, ne? Das ist das weißeste Weiß. Nee, was? Entschuldigung. Rot. Ja, das ist das weißeste Weiß. Was passiert, wenn ich da eine Farbe ändere? Achso, das ist das. Und welche Farbe ist das? Achso, die ist in dem Fall gar nicht sichtbar. So, wir nehmen natürlich Hamburg. Ist ja klar, ein bisschen Lokalpatriotismus, aber ihr seht, gibt zahlreiche andere Möglichkeiten, das Wappen zu gestalten. Das finde ich super, weil das direkt so eine Identifikation gibt mit der Familie. Wir können theoretisch auch die anderen Sachen auch anpassen. Ich weiß aber nicht, ob das nötig ist, weil wir fangen jetzt erstmal mit ihm an. So, wählen wir aus. Ja, das machen wir. Wir bestätigen. Das ist eine permanente Wahl. Bin mir nicht sicher, inwiefern sich das unterschiedlich spielt mit anderen Entscheidungen. While France in its defeat plunges into civil war. With your family ruined, fate forces you to flee your lands and wander the roads in exile. But don't lose hope. I'm offering you a new start. A small and secluded domain within the kingdom. For now, you need only know that I was a friend of the head of your family, and my name is Nicholas. Nicola, da ist er wieder. Nicola ist überall und hilft. Vielleicht gibt es so einen Untergrundzirkel, dass Nicola ist im Prinzip kein Name, sondern ein Titel, der einen dazu verpflichtet, hilfreich einzugreifen in die Versuche ungeschickter Menschen wie mir zu überleben. Vielleicht ist das die eigentliche Message. Seit Jahrhunderten gibt es einen Nicola. Dies ist die Domäne der Familie und der Ort, in dem du deine zukünftigen Schlachten planst und deine Gefährten sowie deren Ausrüstung aufstufst. Dein Ziel ist es, deine Domäne zusammen mit ihren unterschiedlichen Gebäuden zu verbessern. Zu diesem Zweck musst du Ressourcen sammeln, die du durch siegreiche Schlachten erhältst. Du kannst deine Domäne mit 4 Arten Ressourcen verbessern. Gold, Leder, Metall und Holz. Apropos verbessern. Julius und Fastbite. Ihr habt gerade euer Verhältnis zu mir massiv verbessert durch euren Support. Vielen Dank. Ziele: schließe die Schlacht der bretonische Gesandte ab. Domäne von Villantin, Stufe 1. Okay, das sieht doch geil aus. Wir haben eine eigene Burg. Das ist unser Rittersaal. Im Rittersaal liegen die Karten von Frankreich und der Kodex aus. Hier kannst du auch dein Familienwappen ändern und auf die Gedenkstätte zugreifen. Was haben wir hier noch? Das Labor. Okay, das müssen wir freischalten. Die Kapelle. Oh, das mag ich. Wenn bei solchen Rollenspielen, wenn man eine Base hat, ich stehe komplett auf sowas ausbauen und besser machen. Das finde ich super. Schmiede. Am besten Fall kann man auch ein bisschen gestalterisch tätig werden. In der Kaserne leben die Gefährten der Domäne und sie werden dort ausgebildet. Ja, die können wir ja wahrscheinlich alle besuchen, auch diese Gebäude. Rekrutiere, verwalte und passe deine Gefährten an. Verwalte ihre Ausrüstung und wähle bei ihrer Aufstufung ihre Fähigkeiten aus. Ah ja. John Donson, vielen lieben Dank. Guck mal hier, das sind unsere Freunde, die wir hier haben. Okay, das ist cool. Also warte. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Hier unterschiedlichen Klassen.
absteigende Stufe. Die sind alle Stufe 1. Ah, der heißt ja Willibert. Erst habe ich eben Willibald gelesen. So, Verfügbarkeit Willibert. Das ist ja großartig. Wir machen nach Klasse. So, schauen wir uns das mal an. Das ist, der müsste Alchemist sein, genau. Können wir, Gottfried Balmer. Okay, dann haben wir Gwenaëlle. Die ist auch Alchemistin. Sehe ich das richtig? Hat aber einen Bogen. Dann haben wir, ach so, hier steht sie auch. Das ist quasi der Beastmaster. Da haben wir den mit dem Hundimann. Und Willibert mit dem Bären. Okay, wer von denen... Ist das reine Geschmackssache? Ah, ne, guck mal, Willibert hat ein bisschen mehr Kraft. 85 Kraft, dafür ist die Genauigkeit etwas geringer. Kritische Treffer. Ja, der Bär ist natürlich auch ein bisschen stärker als der Hund. Und der Hund hat ein bisschen mehr Bewegung. Also Arderic ist ein bisschen beweglicher vielleicht, ein bisschen mobiler und Willibert ist ein bisschen tankiger unterwegs. Dann haben wir die nächste Klasse, das sind die unsere Schwertträger. Alizée Dumoulin und Theobald Lepreux. Ja. Macht ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Kraft. Aber sie hat ja kein Schild, ne? Da müsste sie eigentlich weniger Verteidigung haben. Dann haben wir die nächste Klasse. Elmar! Elmar Fatt, spricht man das so aus? Herzlichen Dank für den Support. So, nächste Klasse. Haben wir Emily. Das ist die Schurkenklasse, nehme ich mal an. Und als Alternative haben wir Fulk Dupur. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht. So, und das ist jetzt hier unsere Archer-Klasse. Agathe Mortimer. Melisandre Virel. Und Rupert. Einfach Rupert. So. Aber ich bin natürlich an jemandem interessiert, der ja auch ein bisschen Bogen sich rumschleppt. Also entweder Melisandre passt gut zu Game of Thrones, ne? Da gab es ja auch so eine Melisandre. Ansonsten scheinen die mir von den Werten sehr ähnlich zu sein. Dann ist das vielleicht einfach eine Sympathiefrage. Agathe Mortimer. So, Schinder. Ach genau, Schinder heißt die Klasse. Ist die Mucke ein bisschen zu laut auf Dauer? Ich mach mal ein kleines bisschen leiser. So, jetzt sieht man, was die hier für Gegenstände hat. Okay, ich nehme mal an, hier können wir uns die Leute dann früher oder später zusammenstellen und entscheiden, wen wir aufleveln, wen wir mitnehmen und so weiter. Haben wir das auch gesehen? Hier können wir direkt zu den anderen Gebäuden. Was ausgegraut ist, müssen wir uns noch freispielen. Da können wir nochmal in den Rittersaal gucken. Plane mit der Karte von Frankreich deine zukünftigen Schlachten. Hier kannst du auch dein Familienwappen anpassen und dir Informationen über die Geschichte und deine verstorbenen Gefährten ansehen. Finde ich auch sehr gut. Hier ist unser Wappen. Codex Gedenkstätte Wappen. Und hier ist diese Karte. Handlungen in der Domäne oder auf der Karte von Frankreich benötigen bis zu ihrem Abschluss eine bestimmte Anzahl an Tagen. Um die Zeit zu beschleunigen, halte die Schaltfläche Zeitvertreiben gedrückt. Alles klar. Klicke auf eine Figur, um einen Panel mit den Details der entsprechenden Schlacht zu öffnen. Es enthält essentielle Informationen wie Siegbedingungen. Lies das Panel sorgfältig durch. Deine Gruppen werden eine bestimmte Anzahl an Tagen benötigen, um eine Schlacht zu erreichen. Sobald du eine Gruppe ausgesendet hast, kannst du deine Entscheidung nicht rückgängig machen. Du kannst bis zu 2 Gruppen gleichzeitig aussenden, aber diese Zahl erhöht sich, wenn du den Rittersaal verbesserst. Ah, das finde ich super. Wir müssen die bretonischen Gesandten machen. Das ist diese Quest hier. Dafür kriegen wir 800, ist es Silberbarren oder Eisenbarren? Ich weiß es nicht. Dann 200 Pelze. Und ich meine, oder was ist das ganz links? Es ist Geld. 800 Geld, 200 Eisen, 200 Pelze und 200 Holz ist es, glaube ich. Ah, das gefällt mir gut. Und dann kann man hier immer verschiedene... Huch, also jetzt irgendwie aus denen rausgetappt. Okay, dann im Codex
können wir die Geschichte nachlesen, was ich auch sehr cool finde. Die Videosequenzen können wir uns nochmal angucken. Poitiers, 19. September 1356. Der König von Frankreich, Johann II., wurde von dem Sohn des Königs von England, Edward of Woodstock, auch als der Schwarze Prinz bekannt, geschlagen und gefangen genommen. Dies war der Beginn einer düsteren Periode für das französische Königreich und selbst Gelehrten werden den außergewöhnlichsten und dunkelsten Einzelheiten niemals auf die Spur kommen können. Als bescheidener Zeuge dieser dunklen Tage habe ich allerdings einige der sorgsam gehüteten Geheimnisse für die Bildung meiner Brüder und Schwestern des Lichts aufgezeichnet. Ich gestehe, dass meine Trauer nicht der Gefangenschaft des Königs galten, sondern dem Tod meiner Freunde und dem Kampf gegen ein weit größeres Böse, das sich in einem kriegsgeschundenen Königreich festsetzte. Das Treffen, auf dem so viele gute Männer und Frauen ihr Ende fanden, hätte ohne deren Opfer und heldenhaften Widerstands beinahe auch zu meinem Ende geführt. Für ihre Familien, denen ich so gut ich konnte aushalf, begann eine Zeit der Unsicherheit und des Umherstreifens, in der das Schicksal darauf festgelegt zu sein schien, ihren Namen zu beschmutzen. Was den König anbelangt, naja, so musste ich meiner Neugier folgen. Ich werde das natürlich nicht alles lesen, weil wir wollen ja weiterspielen, aber das finde ich cool, dass das so festgehalten wird in so einer Chronik. Wir haben zum Glück noch niemanden verloren, deswegen müssen wir uns das nicht angucken. Und hier kann man das Wappen einfach nochmal machen, was wir ja nicht wollen. Okay, dann speichern wir das so. Und gehen wieder raus. Ich glaube fast, wir können jetzt auch einfach schon mal die Schlacht starten. Und dann machen wir das. Ja, das machen wir dann ja einfach hier. Nochmal zurück zur Karte. Und dann wählen wir das mal an. Der bretonische Gesandte. Gefährten aussenden. Eliminiere die Hochstapler, die deine Ländereien plündern. Aus deinen Ländereien vertrieben, suchst du Zuflucht in deiner neuen Domäne und kümmerst dich um deine Wunden. Du erhältst Nachricht über eine Gruppe aus Männern, die deine Farben tragen und einen nahen Wachturm in Besitz genommen haben, aber wer sind sie? Wir senden Gefährten aus. Jetzt müsste ich mir ja eigentlich eine Gruppe zusammenstellen. Genau, Vorbereitung der Gruppe. Die Ausrüstung jedes Gefährten wird auf dem Vorbereitungsbildschirm der Gruppe zusammengefasst. Wenn du auf die Waffen eines Gefährten klickst, gelangst du zum Reiter, indem du seine Haupt- und Nebenwaffe auswählst. Okay. Also. Wollen wir vielleicht aus jeder Klasse einen mitnehmen? Haben wir ja gerade schon angeguckt, Gottfried und Quinell. Wir nehmen jetzt mal Gottfried mit. Dann haben wir Ederic, das ist der mit dem Hund. Aber wir werden jetzt Willibert nehmen. Zum einen, weil ich den Namen lustig finde und der Bär ist halt dabei. Und den Hund kennen wir schon. Also können wir auf die Art und Weise mal den Bären kennenlernen. Wie viele darf ich denn mitnehmen? 5 Stück oder was? Dann... wir nehmen einfach von jeder Klasse eine mit. Dann haben wir hier Elise. Der Theobald hatte das Schild. Wir nehmen Elise mit. Und der ist der mit dem Schild. Vielleicht kann der ein bisschen tanken, ich weiß es nicht. Dürfen wir noch jemanden mitnehmen? Ne, jetzt sind wir voll. Okay. Dann werde ich einen der Soldaten hier rausnehmen. Und zwar... ich glaube, so ein Schild finde ich gar nicht schlecht. Wer kann am besten tanken? Ich will auf jeden Fall noch einen Bogenschützen dabei haben, einfach weil ich das cool finde. Und die ist auf Distanz, das ist schon wichtig. So, jetzt haben wir 4 Leute zusammengestellt und wir fahren fort. Armbrust, ja, was hat er dabei? Feuer, Dingsbums und Heil. Das gefällt mir gut. Willibert hat eine Axt. Was haben wir denn noch zur Verfügung? Also Nebenwaffen. Der Hauptwaffe ist die Axt. Sehe ich. Okay, da sehe ich direkt, was das für Schaden macht. 3 bis 8, 5 bis 9. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann im Laufe des Spiels natürlich auch bessere Waffen bekommen. Was ist denn hier mit diesem Slot? Ah, Vorräte der Domäne. Okay, das ist cool. Oh. Guck mal hier, gezackte Pfeile. Könnten wir mitnehmen. Und die lassen wir mal, falls wir gleich eine zweite Gruppe losschicken wollen. Aber dann könnten wir Fesseln, fangbare Einheiten. Oh, das klingt gut. Das würde ich aber nicht ihr geben. Dann... wer hat noch Slots frei? Warte. Ihm würde ich einen Balsam gerne geben zum Heilen, weil er muss ja nach vorne in den Nahkampf. Und ihm würde ich auch Balsam mitgeben noch.
Obwohl, ja doch, er kriegt Balsam. Er kriegt die Fesseln. Finde ich ganz lustig, die Gedanken, dass wir jemanden schnappen können. Vermutlich wird es dann Lösegeld geben oder so. Ich glaube nicht, dass wir jemanden rekrutieren können. So, dann Gefährten aussenden. Let's go. Das dauert jetzt 2 Tage. Wir können jetzt hier die Zeit vertreiben machen. Wir können die zweite Gruppe noch nicht wirklich losschicken, weil wir nur diesen einen Auftrag haben. Deswegen drücken wir mal hier auf Zeit vertreiben. Gruppe ist bei der Schlacht angetroffen. Der bretonische Gesandte. Schlacht beginnen. So, Schlacht beginnen. Let's go. Die unterhalten sich ahnungslos. Wir haben einfach einen Bären dabei. Wie geil ist das denn überhaupt? Okay. Also, ich würde vorschlagen, unsere Bogenschützen. Das ist sie doch, oder? Ja. Okay, die kann... Es gibt ja eigentlich keine Notwendigkeit, meine Punkte jetzt unnötig zu verbrauchen. Ich positioniere die erstmal. Die sollen mich noch nicht sehen. Ich glaube, die werden mich hier noch nicht sehen. Ich gehe mal so dahin. Ah ja, guck mal, da beginnt die Schlacht erst, oder wie ist das? Also wir machen jetzt mal Überwachung. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Sie können ja hier alles überwachen. Da, wenn jetzt jemand da lang geht. Geil. Überwachen wir das mal. Ready when you are. So, er geht mit seinem Bären dahin. Ach, wir haben Bären. Das ist so lustig, dass der auch genau hört. Der Bär hört aufs Wort. Er stellt sich auf 2 Beine. Ich liebe es. Er macht Überwachung. Und... Ja. Das werden wir nicht brauchen jetzt, aber wir machen es einfach. Okay, dann haben wir ihn noch. Und er wird gleich ja eher in den Nahkampf gehen. Ich will nicht zu weit vorpreschen. Die sollen mich noch nicht sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Rote hier der Sichtbereich der Leute ist. Das könnte halt sein. Vielleicht ist meine Vorsicht komplett unbegründet. Und das ist er. Er könnte vielleicht mit ihr nach oben gehen oder sich von hinten, irgendwie von der Seite auch nähern. Aber er geht mal mit ihr nach da oben gleich. Consider it done. Bup. Runde beenden. Ja, die ahnen ja noch nichts. Okay. Dann können wir jetzt ja eigentlich anfangen. So, sie geht hier hin. Dann unser Alchemist. So, ich habe ein bisschen Bock, theoretisch mich auch hier von der anderen Seite mal so heimlich von hinten, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Wir gehen... dahin. Understood. Okay. Yes. Also das müsste irgendwie der Sichtkorridor sein, glaube ich. Da ist der Armbrustschütze. Oder der Bogenschütze. Was halten wir davon, wenn wir den da hinten positionieren mit seinem Getier? Da sehen die mich ja nicht. Das ist doch gut, oder? Können wir von der anderen Seite kommen? Geh mal dahin. Immer ein bisschen umzingeln. Flanking. Ja, ich komme. Bären sind die allerkrassesten Tiere. Lasst euch nichts anderes erzählen. Okay. Und dann haben wir noch hier... ihn hier. Folk Deputy könnte man auch lesen.
Er könnte doch hier hingehen. So, dann haben wir eine ganz gute Aufstellung gefunden. Machen nochmal Runde beenden und dann können wir zuschlagen. Beziehungsweise auch nicht. Mal schauen, was wir hier für eine Reichweite haben, wenn ich jetzt die... Na gut, wir können die treffen. Oder ich... Also es ist schon einladend, dass man ein bisschen sneaky vorgeht. So, lass mich mal gucken. Ah, okay, er kommt an den ran. Da ist er. Und was ist mit dem Bären? Wie weit kommt der? Der Bär kommt bis hier. Und er kommt bis da. Aber da bin ich schon. Haben die Initiative oder sowas, wenn ich da hingehe? Bin mir nicht sicher, was das Ausrufezeichen heißt. Ob die Überwachung haben oder so. Könnte natürlich sein, dass sie Initiative haben. Das wäre nicht so schön. Aber ich gehe jetzt mal mit dem dahin und mit dem Bären gehe ich dahin. Der Bär kann im Zweifel mehr abhalten. So, der geht. Nee, noch nicht angreifen. So. Ja, was soll der Plan? Ach Mist, okay. Ja, das habe ich nicht jetzt geahnt. Wir haben Initiative, das gefällt mir überhaupt nicht. Ah. Ready to go? Von hier können wir niemanden erreichen. Ah, das ist blöd. Dann gehst du nach da vorne. Na gut, das hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser lösen können. Die erreiche ich nicht, aber so. That hit the mark. Gut. Von hinten kann die halt auch nicht ausweichen. So. Dann haben wir ihn hier. Der könnte... Von hinten den Plattmann ist einer weniger. Und gib ihm. So, das war's. Autsch, geiler Finisher, okay. So. Kann der Bär nicht noch was machen? Der hat doch noch gar nicht gehauen, oder? Nee, hat er auch nicht. Die Frage ist, haben wir auch einen koordinierten Angriff? Nee, ne? Doch, da. Ah, okay, das ist... So, von hinten. Oh, der arme Kerl. Ich glaube, ihm wird jetzt richtig bewusst, in welcher Situation er gerade steckt. Jetzt dreht er sich zu mir. Haha, selber schuld. Ja, dann machen wir jetzt erst den Bären. Jetzt dreht er sich wieder zum Bären um wahrscheinlich. Ne, macht er nicht. Selber schuld. Dann haut der Bär ihn einfach um. Jetzt haben wir nur noch eine Bogenschützin und die hat gleich freie Schussbahn auf unseren Bären. Deswegen gucken wir mal, was Gottfried hier noch ausrichten kann. Gar nichts. Der könnte zwar vielleicht was werfen, aber ich glaube, die Reichweite reicht so oder so nicht. Dann gehen wir mal dahin. Hat noch einen weiten Weg vor sich. Kann nichts Großartiges machen. So, er hat noch Möglichkeiten und der andere Johnny auch. So. Wollen wir hier in Deckung gehen? Da haben wir halbe Deckung. Da haben wir auch nur halbe Deckung. Sie schießt von da. Ja, so, halbe Deckung. Der Bär kann nichts mehr machen. Der Bär ist Lockvogel in dem Fall.
Er hat hier auch gar keine Deckung. Aber ich glaube, wir gehen erstmal lieber in die Offensive. Und stehen hier komplett entblößt. Ich könnte mich hier ein bisschen unterhaken. Aber ich gehe nach vorne, dann kann ich... Warte mal, wie weit kommt er denn noch? Er kommt doch nur bis da. Bis hier kann er doch gar nicht. Na komm, ist egal. Wir gehen hier hin. So. Und wenn... Jetzt kann sie leider einen abschießen. Kannst nichts verhindern. Ernsthaft? Okay, da habe ich nicht mitgerechnet, dass er diesen Move macht. Jetzt ist er natürlich tot. Aber so ist es halt. Jetzt hau ich den einfach komplett um. Don't expect mercy. Nee, natürlich nicht. I was trained for this. Okay. Ich weiß nicht, ob wir schon gewonnen haben, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ach so, hier geht's direkt weiter. Die Bande ist ein bisschen größer, als wir gedacht haben. Jetzt nehmen wir uns doch mal... Gehen wir einfach wieder nach vorne. Ich hoffe mal... Wir werden jetzt nicht mehr behelligt, bis wir da vorne bei den roten Quadraten sind. Die müssten nämlich den Wahrnehmungsbereich unserer Feinde da anzeigen. Genau. Grüße von den aktiven Zehen. Das ist... Ah, Empires of the Undergrowth habt ihr gespielt. Ja, das habe ich auch schon mal gezockt. Das habe ich auch schon... 1.0 Release. Ich habe das in der Early Access gespielt. Mit den Ameisen, ne? So, ich gucke, dass ich hier im... Ich presche jetzt vor. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Aber ich hoffe mal, das geht gut. Jetzt können wir auch ein bisschen scouten, was die hier noch so haben. Im Idealfall pflücken wir die auch einzeln weg. Ja, wenn ihr ein bisschen so historisch interessiert seid, da findet sich hier auf jeden Fall was für euch. Weil auch die ganze Geschichte so schön in so einer Chronik niedergeschrieben wird. So, da könnte ich wahrscheinlich über die Leiter hochkommen. Im Idealfall nutze ich vielleicht die Bogenschützen und versuche ihn da oben zu treffen. Oder ich versuche das jetzt mal mit dem Flankieren ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Die können alle eh nichts mehr machen, aber er darf sich noch bewegen. Wie wäre es denn, wenn du mal da hingehst? Gibt verschiedene Klassen in dem Spiel. So, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt müssen wir die Runde beenden. Und hoffe ich mal, dass die Gegner uns jetzt nicht so entdecken, indem sie sich bewegen und sich der Wahrnehmungsbereich ändert. Da kommt schon ein Armbrustschütze um die Ecke. Und der Pikinier, oder was ist das? Ah ja, okay, da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir jetzt vorlaufen mit den Charakteren, die noch Bewegungspunkte haben, und dann beginnt der Kampf aber schon, weil die uns entdecken, und dann sind meine anderen Freunde so weit hinten, dass sie erst zwei Runden später eingreifen können. Das wäre natürlich jetzt wirklich das Allerschlimmste. Guck mal hier, das war ganz schön knapp. Mit dem Bären. Wenn der uns entdeckt, ist blöd. Okay, da ist auch noch mehr. Alles klar, der Faustkämpfer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da gibt es jetzt doch ein paar mehr Einheiten von den Bösen. Ich glaube, ich probiere. Hier wird ja wohl nichts mehr sein. Hier ist Ende der Karte, oder? Ja. Der kann uns doch aber nicht sehen, wenn wir hier sind. Da müssen wir doch... Oh Gott, das ist verdammt riskant, was ich mache. Ich ziehe erstmal die anderen nach. Das ist mir zu gefährlich. Yes. Zu gefährlich. Wir nähern uns hier von dieser Flanke und dann können wir auch darauf. Ja, komm, ich ziehe den hier mit rüber. So.
Ziehen wir damit rüber. Wir müssen das gut planen. So, das sind die. Das ist er. Sie ist da. Achso, das ist der Tote, genau. Sie kommt mal mit hier rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen hier oben rauf können. Und die dann hier so wegsnipen. Das finde ich eine ganz gute Herangehensweise. Wir wollen nicht gesehen werden. No problem. Hier haben wir Willibert und Willibert und der Bär. Willibär und Willibert. Die sind hier ganz schön dicht daran, entdeckt zu werden. Deswegen ziehe ich die ein Stück zurück. Den Bär auch. Das ist ein Tarnbär. Und er. Können wir das riskieren? Ja, oder? Beziehungsweise. Der kann ja auch schon wieder ein bisschen mehr rüber darüber laufen, vielleicht. Hinter den Baum. Das ist nämlich unser Armbrustschütze und der hat auch einige Tinkturen dabei. Wir machen mal Überwachung, falls einer kommt. Glaube ich nicht, aber. Wenn einer hier langlaufen sollte, dann haben wir hier diesen Korridor überwacht. Und er macht das auch. Er überwacht. Mal hier. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Und er überwacht mal da. Und damit beenden wir die Runde und hoffen, dass die uns jetzt nicht entdecken. Ja, der dackelt wieder zurück Richtung Wald. Natürlich jetzt eine Einladung, den vielleicht auszuschalten. Der haut ab. Die ahnen noch nichts davon. Chris Phoenix und Tika, herzlichen Dank. So, Leute, pass auf. Jetzt wird's langsam heiß. Jetzt wird's langsam heiß. Da oben wird sie entdeckt, wenn er darauf geht. Vielleicht. Da werden wir entdeckt. Das ist blöd. Da sieht er uns. Hier sieht er uns aber nicht. Hier müssten wir unsichtbar bleiben. Ich glaube, wir können das riskieren. So, wo ist unser? Agathe. Agathe Power. Da sieht er uns nicht. Guck mal, Agathe Power geht mal hier hin. So. Müssen wir jetzt riskieren. Und ich glaube, er geht eher, wenn, zurück, ne? Wenn er jetzt hier hingeht, es müsste eigentlich. Probieren wir mal unser Glück. Oh Gott. Ja. So, Defensivhaltung. Sie kriegt mal Defensivhaltung. So. Jetzt, ja genau, er ist da. Jetzt kommt hier Bärenfried. Oh, bop, 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 bop. Ah. Die kommen jetzt ja auch wieder hierher. Oh, ich riskiere es jetzt. Können ja ewig, nicht ewig warten. Er geht dahin und. Er geht dahin. Er macht Überwachung jetzt hier. Bam. Und der Bär macht Überwachung auf die andere Seite des Wagens. Das heißt, wenn die jetzt mir zu nahe kommen, habe ich Initiative, habe ich den ersten Schlag. Gut, dann fehlt noch er hier. Und er kommt. Das ist jetzt gefährlich. Ja, aber ich glaube, der geht eher zurück. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und da machen wir auch Überwachung. Und dann. Was ist mit ihm denn? Macht auch Überwachung. Oh Gott, hoffentlich wird er nicht entdeckt. Runde beenden.
So, wir haben uns ganz gut aufgestellt. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das war mega dumm. Das hat, mein ganzer Plan ist instant ruiniert, weil ich Überwachung genommen habe. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber egal, irgendwann muss es ja mal losgehen hier. Wir haben trotzdem noch eine ganz gute Position, weil er ist hier unser Nahkämpfer. Wir gehen... Ich weiß nicht, ob wir hier, wenn wir hier reingehen, ob er Initiative hat. Bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls machen wir das jetzt. Und hauen ihm jetzt richtig auf die Rübe. Ja, gefällt mir. Und noch einen. Oh, was ist denn mit dir los? Voll blöd. Dann... Sie, at your command, stellt sich... dahin. Und schießt ihren flinken Bogen auf den anderen Bogenschützen ab. Warte mal, wir haben... Das machen wir jetzt. Ah, Blutung. Er blutet. Das gefällt mir richtig gut. Und dann noch einen normalen Schuss. Hahaha. So, wir sind natürlich gleich auch nochmal in Gefahr. Ah, warte mal, ich darf noch eine Aktion machen. Der Pfeil war zusätzlich. Ah, das ist gut zu wissen. Der hat uns nichts gekostet. Dass wir noch einen weiteren Schuss. Und ich weiß nicht, wie viel hat er noch? 5 hat er noch. Blutungsschaden. Wenn er 5 Blutungsschaden noch nehmen sollte, bevor er dran ist, dann war es das schon. Das wäre natürlich super. Dann kann er gar nicht schießen. Jetzt nehmen wir unseren Alchemisten-Buddy. Und wir müssen den jetzt platt machen. Alles andere wäre töricht. Er hat ja auch... Was hat er denn? Oh, er könnte den gefangen nehmen. Das wäre ja lustig. Kann er das denn? Ich weiß nicht, ob der gefangen... Ja, wir müssen... Treffen wir den von da? Treffen wir den ja nicht. Ich glaube, ich muss mich dann... hier hinsetzen. Ich glaube, einen direkt vor ihm darf ich wahrscheinlich nicht. Machen wir mal so. Gib ihm. Ja, und einen haben wir noch. Und das war's für ihn. Na, zu früh gefreut. Ach, ist das doof. Viel zu früh gefreut, na gut. So, das sind jetzt hier unsere Wildcards. Warum auch immer die auch entdeckt wurden, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber müssen wir jetzt halt machen. So. Wir. Der Bär geht dahin. Wupp, wupp. Und. Er macht sich groß. Und er geht dahin. Okay, und jetzt. Immer abwechselnd. Zack. Jetzt dreht er sich zu mir. Jetzt kommt der Bär. Macht dir eine schöne Klaue. Gibt ihm richtig. Und ich glaube, er kann ihm sogar noch direkt eine mitgeben. Der lebt, der hat noch eins. Ach, hör auf. Na, kannst du nichts machen. Na gut. Ja, und einen schönen fetten Finishing Move. So wollen wir das sehen. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt müssen wir abwarten. Aber ich glaube, wir sind ganz gut positioniert. Kommen wir von zwei Seiten. Der ist sauber. Das hat funktioniert mit der Blutung. Sehr, sehr gut. Der durfte nicht einen Schlag abgeben. Ja, das kriegst du gleich doppelt und dreifach zurück, mein Freund. So, ja, nun mal nicht. Dann darf er hier das jetzt auch beenden. Und einen krassen Film. Jawolski. Wobei ich mich gerade frage, ob ich den vielleicht hätte versuchen sollen zu fangen. Gut, dann können wir weiterlaufen und... Weiß gar nicht, was hier noch ist. Wir laufen mal weiter. Dahin. Leider hoch.
Zack. Jetzt sollten wir erstmal hier was machen. So. Was hast du mein, was hast du mit meinem Bären gemacht, ha? Nee, erstmal ist es, glaube ich, ganz gut, das abwechselnd zu machen. Weil, wenn die Schaden genommen haben, von dem anderen, also wenn, die sind ja zu zweit, das ist ja ein Tandem, er ist ja so ein Beastmaster. Und es gibt einen Bonus, wenn der Partner von uns schon Schaden gemacht hat, gibt es, glaube ich, einen Bonus, den wir dann kriegen, sodass es wahrscheinlich Sinn ergibt, wenn man das immer abwechselnd macht. Wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht ist es auch Quatsch. Ja, das meinte ich, genau, Teamarbeit. Du kämpfst mit deiner Bestie an deiner Seite, wenn du eine Einheit angreifst, die bereits von deiner Bestie getroffen wurde, oder vice versa, erhält der Angriff einen Bonus auf Kraft. Dieses vice versa interpretiere ich jetzt mal so, kann man jetzt auch so verstehen, dass wenn er nicht Schaden ausgeteilt, sondern Schaden genommen hat, dass man den Bonus bekommt, oder dass wenn ich Schaden gemacht habe, die Bestie diesen Bonus auch kriegt. Ich mir gerade nicht ganz sicher, weil er hat das hier auch. Doch, das müsste eigentlich so sein, dass es den Bonus gibt. Auch wenn ich den Schaden mache, also der Heini. Und nicht der Bert, also Willibert. Dann macht es total Sinn, immer abwechselnd anzugreifen. Um für beide den Schaden. Alter, was kann der denn ab? Was ist er denn für. Der ist ja richtig prächtig, der Typ. Krass. Okay, okay, okay. Aber wir können jetzt nichts mehr machen. Leider. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Der ist sehr zäh, der Typ. Very well. Hinterher und... Ready when you are. So, vielleicht hat die noch eine Chance, einen Pfeil abzusenden. Wenn ich... Nee, die Reichweite ist zu krass, ne? Was hat... Das wird nicht funktionieren. Ich traue mich auch nicht hier in diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Wir gehen hier hin. Ich glaube, dass die Reichweite nicht ausreicht, um ihm noch einen mitzugeben. Nope. Knappe Kiste, aber reicht nicht. Dann machen wir Überwachung. Wie weit kommen wir denn so? Okay. Und dann lässt es sich nicht vermeiden, dass er jetzt noch einen von uns haut. Ahaha! Ja, das war ja dumm. Jetzt kriegst du direkt einen mit. So, und der Bär. Tatzenhieb! Immer abwechselnd. Das ist so das Ding zwischen den beiden. Der bretonische Gesandte. Okay, das ist der erste Sieg. Wir freuen uns. Und folgende Abrechnung ergibt sich jetzt. Alle Teilnehmenden haben Stufe 2 erreicht. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, gilt das den Waffen? Ja, die Waffen leveln mit. Sehe ich das richtig? Das finde ich cool. Die Waffen, die man hat, die leveln mit. Was passiert, wenn ich jetzt Stufe 2 anklicke? Ah, guck mal. Jetzt kann ich hier ein bisschen was verteilen. Also, Apotheker... Du wirfst ein übelriechendes Gebräu, die bei Einheiten im Wirkungsbereich Schwächung bewirken können. Und alchemistisches Pech. Verlangsamung der Einheiten. Ja. Muss ich mich für eins entscheiden? Ja, ne? Befürchte ja. Wir machen das. Jetzt haben wir hier Pech ausgewählt, alles klar. Jetzt müsste das eigentlich in unserer Fertigkeitenliste auftauchen. Dann gucken wir uns mal Willibert an. Da haben wir die Wahl aus abgestimmter Angriff. Oh, okay. Wenn sich die Bestie in Reichweite des Ziels befindet, profitieren ihre Angriffe von Teamarbeit. Ja, finde ich sehr gut. Und Jäger, du greifst ein Ziel an und rufst deinen Falken zur Unterstützung, verursacht 3 bis 6 Schnittschaden,
Wenn der Angriff erfolgreich ist, bewirkt dein Falke Markierung beim Ziel. Ich weiß nicht genau, was Markierung macht, aber ist beides gut. Dadurch, dass wir jetzt mit dem Bären immer gemeinsam unterwegs sind, finde ich abgestimmter Angriff schon sehr wichtig. Der Falke klingt auch cool. Oh, das ist auch geil. Der macht nochmal zusätzlich 3 bis 6 Schnittschaden. Wie hoch ist der cool? Ah, wir machen jetzt aber das, weil ich will so spielen, dass ich den immer mitnehme. Ich glaube, das kann ich ja wahrscheinlich später auch noch machen. Wird ja dann nicht weg sein, die Option. So, wir haben, hier, das sind die Krähenfüße. Die haben wir vorhin schon gesehen. Und der Speer, wenn sich in einem Radius von 3 Zellen keine Einheit befindet, während du angreifst, erhältst du einen Bonus von 15% auf kritische Trefferchance. Okay, das ist geil. Das nehmen wir auf jeden Fall. Crits sind immer super. Und als Bogenschützin sollte sie eigentlich immer ein bisschen Ruhe haben um sich rum. So, dann haben wir hier Waffenmeister. Du weißt deine Waffe meisterhaft zu nutzen. Verursacht 5 bis 7 Schnittschaden. Und bewirkst einen Debuff basierend auf dem Schadenstyp der ausgerüsteten Waffe. Was haben wir? Ich glaube, wir haben eine Stichwaffe gerade. Kann Blutung bewirken. Das ist auch cool. Oder leichte Beute. Du nutzt die Schwächen deines Ziels aus, erhöhst deine kritische Trefferchance und verursachst 5 bis 7 Schnittschaden. Ja, ich glaube, das finde ich fast besser. Ich finde das beides cool. Aber Crit Chance ist immer super. Wir nehmen das. Halunke. Kommt ja auch ein bisschen auf den Spielstil an, ne? Gut, jetzt haben wir das alles gelevelt. Jetzt gehen wir zurück in die Domäne. Wir haben 800 Gold, 200 Eisen, 200 Pelze und 200 Holz erbeutet. The expedition returned with worrying findings. The intruders were without doubt imposters wearing your family's emblem. It seems exile wasn't enough for your enemies. We need to find out who still wants to drag your name through the mud. Schließe das Attentat ab, um die Schmiede freizuschalten. Schließe den Kampf ab, um das Labor freizuschalten. Okay. So, was machen wir denn eigentlich in der Kapelle? Achso, da können wir im Kampf gefallene Gefährten müssen sich in Rehabilitation von ihren Wunden erholen, bevor sie wieder in einer Schlacht kämpfen können. Rehabilitation benötigt Zeit und kostet Geld. Aber sie sind zumindest nicht für immer verloren. Und niemand ist da, alles klar. So, Kaserne. Falls ihr immer noch von Ranger hier seid, seht ihr das jetzt zum ersten Mal. Das ist unsere Kaserne und hier sind unsere Truppen stationiert. Einige haben eben noch nicht gekämpft. Andere hier sieht Gottfried, hier Gottfried ist jetzt schon so ein bisschen angeschlagen. Der Rest, ja, Volks hat auch so einen kleinen Dötz wegbekommen, aber dem Rest geht's gut. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, packen wir jetzt die Veteranen direkt in die nächste Schlacht, weil die sind Level 2, sind dadurch natürlich stärker und werden weiter aufgelevelt. Oder gehen wir eher in die Breite und sagen, wir geben jetzt einem Level 1 Team nochmal die Chance. Oder splitten wir das ein bisschen auf, sagen 2 Level 2er und 2 Level 1er jeweils in einer Gruppe zusammen. Wir können jetzt ja auch 2 Angriffe parallel einleiten auf der Karte, weil wir müsste eigentlich gehen, weil wir, meine ich, 2 Missionen jetzt haben. Wir können auch noch jemanden rekrutieren. Gegen Geld. Rekrutieren ist natürlich bei Leuten, die Begleiter haben, besonders sinnvoll formuliert. Wir können hier für, es ist auch nicht so teuer, 35 Mark. Ist das eine einmalige Zahlung? Können wir uns neue Bärenfreunde? Guck mal, wir können auch sagen, wir gehen komplett auf Nahkampf. Wir holen uns, wir nehmen so eine animalische Truppe, nehmen 2 Bären und 2 Hunde mit. Wir haben ja noch einen Hundimann sowieso noch im Lager. Und dann hätten wir 8 Personen. Und dann könnten wir mit 8 Einheiten angreifen. Die Frage, also vielleicht ist das komplett geil. Wenn wir die dann auch nicht aufsplitten, sondern wirklich immer in einen Bereich reingehen. Und die haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl Bogenschützen, die Leute. Die haben jetzt ja eigentlich 10 Bogenschützen. Dann könnten wir die einfach komplett mit 8 Truppen überfallen. Ich finde das fast reizvoll, das mal auszuprobieren. So, was haben wir hier noch? Das ist die normalen Johnnies, das sind Bogenschützen.
Oh, ich bin so ein bisschen, tatsächlich habe ich gerade Lust, das auszuprobieren. Aber warte mal, darf ich überhaupt 4 von derselben Klasse mitnehmen? Das müssten wir eigentlich mal gleich ausprobieren, ob das überhaupt geht. Aber hier 2 habe ich ja schon. Oh, das wäre schon ein bisschen lustig, oder? Was sagt ihr? 4 Beastmaster? Hätte schon was. Gut, 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 gut. Dann gehen wir noch mal kurz in den Rittersaal. Da sehen wir jetzt die nächste Mission. Also wir haben... Ach! Sind die immer noch unterwegs? 2 Tage Reise übrig, um nach Hause zu kommen. Oder wieder was? Nee, die sind doch schon da. So, jetzt haben wir das Attentat und wir haben den Kampf. Attentat klingt jetzt eher wie so eine heimliche Geschichte. Ich weiß nicht, aber ich hab Bock, das auszuprobieren. Mit dem Kampf. Können wir mal speichern? Ich mach das jetzt. Ich rekrutiere die jetzt. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Mal kurz gucken, ob ich speichern kann, bevor ich mir so einen Quatsch mache. Ja. So, jetzt gehen wir in die Kaserne. Ich rekrutiere jetzt noch einen Hund und einen Bären. Und so den. 35 Mark, ist ja gar nichts. Und so, wären. Ist die gut? Kostet 80, irgend. Ist sie denn deutlich besser als der andere? Okay, warte mal. Hund hat 24, sie hat 28. Er hat 26, der hat 20. Ist es jetzt so viel mehr wert? Ist eine bessere Waffe? Warum kostet die 35 Gold mehr? Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber sie ist schon Stufe 2. Deswegen ist sie teurer. Ah ja, okay. Nee, dann nehmen wir Stufe 2. Was? Habe ich nicht genug Geld? Doch. Wieso darf ich nicht? Weil ich schon einen habe, oder was? Oder wie, oder was? Oder... Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich darf nur einen rekrutieren. Schade. Schade, schade. Das wäre sehr lustig gewesen. Darf ich irgendjemand anderen denn rekrutieren? Auch nicht. Also okay, dann liegt es nicht an der Klasse. Es liegt daran, dass ich nur einen pro Cycle oder was rekrutieren darf. Dann können wir den Spaß ja immer noch nachholen. Dann machen wir nächstes Mal noch den zweiten Hundimann und dann geht's los. Okay, dann gehen wir jetzt in den Thronsaal, den Rittersaal und werden die nächste Mission in Auftrag geben. Welche ist die einfachere? Vermutlich die, die weniger Belohnung hat, aber die haben beide genau gleich viel. Ja komm, dann machen wir jetzt, das ist vermutlich näher dran, dann machen wir das zuerst. 7 Tage, genau. Jetzt rüsten wir die Gefährten aus. Und die sind alle Stufe 1. Das liegt daran, dass die Stufe 2 Leute nämlich noch nicht wieder da sind. Wir können aber auch... Es ist vielleicht gar nicht so dumm, die wirklich aufzuteilen. Dann warten wir, bis die wieder da sind. Dann machen wir mal die Zeit vertreiben kurz. Also jetzt müssen sie wieder da sein. Jetzt sind sie wieder da. Dann machen wir Gefährten aussenden. Jetzt können wir das aufteilen. Wir nehmen Gwynell und Jerome. Das sind 2 Stufe 1er. Und die kriegen Fulquhar und Agathe an die Seite gestellt. Ach nee, warte mal, das ist dumm. Weil sie ist eine Bogenschützin. Beziehungsweise sie ist, nee, warte. Sie ist mit dem Bogen ausgestattet, aber... Ich will mal ihren... Kann ich mich... zeig doch mal die Frau. Die ist ja Alchemistin. Vielleicht würde es mehr Sinn ergeben,
zu sagen. Pass auf, sie kommt raus. Beziehungsweise, nee, sie ist dabei. Aber... jetzt werden wir noch Gottfried mitnehmen. Dann haben wir den Zweier und den Zweier. Und dann machen wir das als Gruppe. Und... sieht doch alles gut aus. So, let's go. Und dann schicken wir aber direkt die andere Gruppe auch los. Und die stellen wir dann ein bisschen anders zusammen. Da nehmen wir jetzt Wilbelt und Agatha. Und dann nehmen wir noch hier Alize mit dem Langschwert. Und wir haben jetzt leider keine. Ich habe die beiden. Ah, okay, ich habe zwei Alchemisten mitgeschickt. Das war jetzt eigentlich Alchemiste sozusagen. Aber wir können dann einfach vielleicht tatsächlich den Hundimann einfach noch mitschicken. So. Oh, der hat auch einen Bogen sogar. Der spielt sich dann ein bisschen anders. Komm, let's go. Oder wollen wir das hier ändern? Er hat den Bogen als Hauptwaffe. Wir haben aber schon den Bogen. Rüste mal aus. Jetzt spielt sich die Klasse natürlich auch anders. Ja, finde ich gut. Und let's go. Okay, jetzt lassen wir die Zeit vorwärts laufen und mal gucken, wer zuerst da ist. Ah, okay. 250 Gold kriegen wir bekommen. Das ist natürlich fantastisch. So, der erste Kampf. Schlacht beginnen. Schlacht beginnen. Das war jetzt Attentat, ne? Das erste. Hallo Nils, wie bekommt man 100 Autogramme von dir? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch in meinem Leben noch nicht 100 Autogramme geschrieben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Warum denn 100? Shindo, vielen Dank für den Support. Die Beginn der Schlacht. Okay, hier habe ich die doch schon gesehen. Okay, die haben alle eine Armbrust. Ich würde versuchen, nicht frontal zu kommen, sondern eher von der Seite. Okay, dann... ich taste mich jetzt mal zärtlich vorwärts. Ich weiß nicht, ich glaube, hier kommt nichts mehr, aber... das ist halt immer das Ding, wenn ich jetzt einfach vorpresche und dann ist hier irgendwas, da bin ich nämlich komplett gearscht. Da kann man sich das komplette Spiel mit ruinieren. Deswegen mache ich jetzt mal kurz ein bisschen langsam. Aber hier könnte ja auch noch irgendwas auf mich lauern. Das wäre auch noch schöner. Bärenboy. Willibert, das ist ja sowieso das beste Team, ne? Bärenboy und Willibert. Und sie zieht einfach mal danach. So. Jetzt gucken wir mal, ist hier irgendwas... nö, ne? Aber ich traue, also hier ist schon eine Barrikade. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob man das immer direkt sieht. Bin ich mir nicht so sicher, aber wir probieren einfach mal unser Glück. Und sind wagemutig und ziehen jetzt noch ein bisschen voran. Hundimann. Den lassen wir jetzt aber nicht von der Seite weichen. Berry. So. Yes. Yes! Oh, das war ein sehr leidenschaftliches Yes. Sie mit dem Langschwert kann ruhig nach vorne. Und unsere Bogenschützen dahin. Schleichen wir uns mal vorwärts. So, jetzt sind die anderen dran. Okay, das hat funktioniert.
Womöglich gibt es auch nur einen Eingang hier. Das scheint mir... Also es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn die sich hier so eine Barrikade aufbauen und dann einfach irgendwo noch ein Loch lassen. Also die wollen vermutlich schon ganz bewusst, dass hier nur ein Eingang ist und haben dann drei Armbrustschützen, die mich dann auseinanderpflücken können. Ist natürlich von denen gar nicht doof gemacht. Ich werde jetzt aber versuchen, meine Wegpunkte so einzuteilen, dass sie mich nicht sehen. Die scheinen sich jetzt nicht groß zu bewegen. Dann ist die Entdeckungsgefahr auch relativ gering. Ich hoffe mal, das bleibt so. Wenn es nicht so bleibt, ist es natürlich saublöd. Aber wir machen jetzt mal so. Ich laufe da jetzt hin. Und wenn er gleich entdeckt wird, haben wir ein Problem. Dann ist das einfach so. So, Willibert. Und Berry Boy. So. Ich mag den Bären. Bären sind so cool. I won't disappoint you. Ja. I won't fail you. Dankeschön. Yes. Sie ist sehr daran interessiert, dass ich ihr gefalle. Very well. Gut. Dann könnten wir jetzt hier noch Überwachung machen. Aber ich will nicht, dass die jetzt... Ja, das ist halt die Frage, ne? Will nicht, nee, nicht, ich will nicht Überwachung machen. Lieber Defensivhaltung. Ready to go. Ich will ja nicht in die Offensive gehen. Ich werde erstmal warten. Falls die kommen sollten. Habe ich einen vergessen? So, on the Ben. Sehr gut, die haben mich nicht gesehen. Wir können uns immer noch hier an die Seite schleichen. Vielleicht von oben kommen oder so. Oh, ich könnte versuchen. Hier ist original doch ein Eingang. Also, die scheinen sich nicht zu bewegen. Oh, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wisst ihr natürlich nicht, aber sie ist halt diejenige, vielleicht kann man das sogar schaffen, wenn man nur... Okay, sie hat 44 Lebenspunkte. Vielleicht kann man das sogar schaffen, wenn man nur sie platt macht. Gibt es hier ein Explosionsfass zufälligerweise? Nee, ne? Wenn ich jetzt die Bogenschützin darauf kriege, ist hier jemand noch auf dem Turm? Das müssen wir in Erfahrung bringen. Wir können uns hier erstmal vorbeischleichen, da sehen die uns ja nicht. Auch hier sehen die uns nicht. Das muss doch eigentlich gehen. Also ich mache jetzt aber langsam. Wir müssen nichts riskieren. Wir müssen nichts riskieren. The hunt is on. Da steht man dann so doof da, wenn die einen doch erwischen. Yes? Yes. Aber wenn die sich. Was ist denn, wenn die sich jetzt umdreht? Es gibt ja keinen Timer, oder? Dann ist das auch egal. Wenn die sich umdreht, haben wir ein Problem. So. Oh fuck, welchen Weg geht die? Ist die da, wird die da irgendwie enttarnt? Natürlich jetzt mega dumm, dass die da so einen Umweg laufen muss. Aber ich wollte eigentlich... Ja, okay. Wir riskieren es mal. War nicht besonders smart geregelt. Ich hätte den Bären dann nicht blocken lassen dürfen. Aber es ist, wie es ist. Und unsere langen Schwertin. So. Alles klar. Alle müssen gehen. Ich zähle jetzt drauf, dass ich nicht entdeckt werde. Das ist jetzt gerade mein Plan. I won't disappoint you. Und alles andere müssen wir abwarten. Ja. Okay, die haut erstmal ab. Das gefällt mir sehr gut.
ist doch cool. Ah, bop, 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 bop. Da werde ich entdeckt. Warum? Schade, also obwohl das, ja, obwohl sie hat leichten, aber ansonsten haben die mir alle den Rücken zugedreht. Was passiert, wenn ich hier rauflaufe? Sehen die mich vor? Ach, wegen des einen, deswegen oder was? Weil sie da über das Feld läuft. Nee, das können wir verhindern. Aber da kommt die andere Ilse ja gleich wieder. Das ist nicht ungefährlich. Ich gehe einfach. Da werde ich entdeckt. So. Very well. Nein, das ist ja der falsche Johnny Boy. Ach, das wollte ich gar nicht. Mist, war gar nicht mein Plan. Geil, ziehen wir seinen Freund auch nochmal nach. Yes. Sie wollte ich eigentlich da hochschicken. Ah, okay, das klappt. Oh, da treffe ich sie sogar, das ist ja geil. Consider it done. Ich hoffe, ich werde nicht entdeckt. Okay. Und dann habe ich hier noch drei andere Freunde. Könnte ich jetzt vielleicht mal hier hinstellen? Yes. Irgendwann müssen wir mal Action haben. Kann ich die ganze Zeit Positionierung hier spielen? So. Ganz genau. Und er überwacht jetzt mal hier und er überwacht da. So, und dann haben wir noch Jeanne d'Arc. Und Jeanne d'Arc geht, will sie nicht, darf sie nicht, kann sie nicht. Dahin. Und macht ebenfalls Überwachung. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht entdecken sie uns jetzt. Dann ist das einfach so. Nö, sie entdecken uns nicht. Aber wir können sogar hier hinterlaufen. Und dann von hinten kommen. Ja. Dann machen wir das doch. Pass auf. My turn. Wir haben mehr Zeit. Dann. Die wird auch nicht hier durchgehen und uns entdecken, oder? Wir kommen jetzt einfach mal knallhart von hinten. Oh, ey. Hund. Hund hinterher. So. Und. Dann. Machen wir hier nur noch diese Überwachungsgeschichte. The first to move. Yes. The first to move. Und er auch. So, und dann. Let's go. Vielleicht werden wir jetzt entdeckt. Oh, wo geht sie lang? Sie haut einfach komplett ab. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt greifen wir an. So. Vorbereitungen sind getroffen. Warum? Was? Ich dachte, ich kann die treffen. Von da. Das ist ja ulkig. Naja, dann muss ich mir erstmal ihn hier nehmen. Na gut, wir fangen an. Jetzt hauen die ab. Die wissen ja nicht, dass ich eine List gelegt habe. Erwische ich noch irgendwen?
Was ist das denn? Alle außer Reichweite, oder was? Das ist ja Quatsch mit Soße. Naja, da kümmern wir uns gleich nochmal um die. Okay. Die weiß ja überhaupt nicht, was los ist. Hahaha, wie kann man nur so schlecht sein in Sachen? Deswegen machen wir es jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, das geht doch. Wir machen erstmal von hier den Schlag. Mit dem Bären. Bup, 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 bup. Unser Bärenbändiger kommt. Warte, vielleicht sollte sie zuerst. Sie kommt nämlich genau so. Und dann dürfte die das gar nicht überleben hier. Obwohl, naja, das ist ja unser Ziel. Aber die habe ich jetzt gut. Gut habe ich die schon eingekreist. So. Und jetzt geht's hier nämlich richtig los. Pass auf. Abgestimmter Angriff. Das ist das Erste, was wir machen. Hammergeil. Dann kriegt sie noch so einen mit. Ich bin so ein guter Assassine einfach. Das ist wirklich der völlige Wahnsinn. Stark. Direkt noch ein. Oh, sie ist ausgewichen. Das war nicht in meinem Sinne. Was kann sie noch? Nein, sie macht direkt hier in die Vollen rein. Oh, ich habe ja schon befürchtet, dass das auch Area Damage macht. Weil, ja, fuck. Warte. Der Bär kann... Oh, der muss leider... es tut mir sehr leid, mein lieber Bär. Ja, ich weiß, du bist völlig zu Recht auch sauer. Ich kann das auch komplett nachvollziehen. So, was ist denn mit ihr? Wenn sie jetzt... Hallo? Hallo? Warte mal, du kannst doch noch bis hier gehen, oder nicht? So, dann geh doch nochmal. Was ist das Problem? Wieso kommt sie da nicht durch? Hallo? Was? Ah nein, warum? Warum kommt sie da nicht einfach runter? Okay, pass auf, egal. Von da könnte sie treffen. Dann müssen wir uns einen Aktionspunkt. Sie hat völlig unsinnigerweise da. Egal. Warte, ich denke, sie hat noch einen. No way. Okay, doch nicht. Schade. Dann. Kommt jetzt unsere nächste. Unser nächster Masterplan. Okay, Hundimann und. I'm ready. Er darf einmal hauen. Der wird uns dann in den Rücken schießen. Ich kann auch den zuerst verprügeln. Das ist ja nur so ein hinterhältiger Bogenschütze. Oder? Ne, ist ein Gelehrter. Also, was ist denn, wenn der Bär, der Hund, kann der von hier angreifen? Wir holen uns... Ja, ist einfacher, glaube ich, wenn wir uns den da holen. Komm, das machen wir jetzt. Hundimann geht dahin. Und er geht dahin. So, jetzt können die auch beide noch einmal schlagen. Und leider können wir keine koordinierte Attacke machen. Aber er kriegt... Komm her, so. Ja. Und einmal beißen. Oh, er weicht meinem Nageltier aus. Das ist ja Quatsch. Ja, ist nicht perfekt. Ich hätte sie fast hier schon in der ersten Runde erwischt. Der Fehler, ich habe den Bär falsch positioniert. Wie bitte? Verstärkungen? Die kann sich eigentlich gar nicht mehr aus meinem Bereich bewegen. Oh nein, er macht... Nein, die heilen die und die vergiften die.
Ja, das war jetzt ja blöd. Aber jetzt machen wir erstmal. Yes. Come on. Die. Geil. Was müssen wir noch abhauen? Ach was, jetzt ist es nur noch Escape oder was? Vom Exekutionsgebiet ins Extraktionsgebiet. Wo befindet es sich? Da. Und da kommen die ach. Okay. Ja. Dann scheiß auf die anderen. Dann hauen wir jetzt einfach ab. Dann hauen wir einfach ab. Okay, vielleicht machen wir die. Sollen wir die noch platt machen hier? Ready when you are. Original 1 hat er noch. Komm, den nagen wir noch kaputt. Oh, hör auf! Okay. So, und jetzt können wir ja eigentlich abhauen. Jetzt haben wir alles erreicht. Den da ignorieren wir einfach und gehen dann schnell wie die Beine tragen, hauen wir ab. So kann er laufen. Hallo? Ist hier Schluss? Wird gerade nicht richtig angezeigt. So, okay. Jupp. Dann. Ja, hau ab. Einfach. Den ignorieren wir da jetzt auch. Kriegen wir natürlich gleich. Yes. Wobei, sie kann ihm nochmal eine mitgeben. Warum eigentlich nicht? Weil er. Ich finde, der hat sich das verdient, noch einen mitzukriegen. Yes. Komm mal, nicht ausweichen jetzt. Komm mal. No way! Warum? At your commander. Commander. Okay, dann geil, sehr gut und weiter geht's. Der Bär kann noch was machen. Sehr gut. Okay, dann gibt's nur noch den Nervbolt. Haha! Sehr gut für uns. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur abhauen. Ich hoffe mal, hier ist offen. Alles andere wäre echt schade. Wir können den Hund vorschicken zum Scouten. Auf. Ja, das sieht sehr gut aus. I'm ready. Das sieht sehr gut aus. Aber in einer Runde kommen natürlich dann diese anderen Typen. Hoffen wir mal, wir schaffen das jetzt, ohne noch uns in einen Kampf zu stürzen. Übrigens 13 Runden bis zur Niederlage. Ich glaube aber, das hat erst angefangen zu zählen, als wir uns in den Kampf gestürzt haben. Ich glaube nicht, dass meine elendig lange Vorbereitungsphase da schon mitgerechnet wurde, falls doch. Mega dumm. Aber wir schaffen es ja trotzdem. Aller Voraussicht nach. Was? Au, hör auf! Okay, ich geh jetzt gar nicht mehr auf die ein. Ich ignoriere die komplett weg. Und
Lauf da direkt rein. Aber ich muss alle reinkriegen, leider. Ganz schön viele. Eieiei. So. Der Bär, dem geht's nicht so gut gerade. Der muss ein bisschen an den Rand. Aber was er... Ah, der Bär kann sogar noch weiter. Oh Gott. Aber das Problem mit dem Bären ist... Warte mal. So, er kann noch weiter. Aber der Bär muss... Ich stell dir mal daneben, dass er vielleicht ein Projektil abfängt oder so. Aber wenn der jetzt einen mitkriegt, das wäre böse. Das wäre echt blöd. Sie stellt sich auch mal schützend davor. Alle schützen den Bär mit ihren menschlichen Leibern. So, wehe, wir kriegen jetzt hier noch was ab. Da bin ich beleidigt. Warum darfst du überhaupt in meinen Kreis rein? Boah, der hat einen Falken beschworen. Muss ich original noch kämpfen? Das war nicht mein Plan. Ja. Okay. Dann. Warum lassen die mich jetzt hier noch kämpfen? That hit the mark. Was wir wohl machen dann? That hit the mark. Ach, hör auf. Ready to go. Er ist ja eh schon da drin. Er gibt ihm jetzt noch einen mit. I'll be quick to finish. Nur vier? I'll be quick to finish. Also auch niemand nagt. Ich krieg's ja auch Erfahrungspunkte. Will ich noch ein bisschen mehr kämpfen? At your service. So. So. Sie ist auch in Sicherheit. Also komm, das läuft doch jetzt. Wer fehlt noch? Da müssen wir einfach auf den Bären aufpassen jetzt. Oder auf den da, ne? On my way. So, und der Bär. Da wäre ich happy, wenn der jetzt keinen abkriegt. Der hat nur noch 7. Das kann echt gefährlich sein. Vielleicht ist er hier am besten geschützt. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Vielleicht sollte ich ihn nur einmal hier kurz... Wo parke ich ihn am besten? Hier vielleicht. Oder hier. Hinter dem Hund. Nein! Ah, das war dumm! Fuck! Ready to go! Oh no, oh no. Darf er nochmal hauen? Warte mal, kann der... Nö, weißt du was? Nein, das geht nicht! Oh, ich kann meinen Bären nicht heilen. Scheiße. Ja. Defensivhaltung einnehmen. Ready to go. Kann nichts mehr machen? Ja, auch nicht. Nee, dann. Oh Gott, wehe, wir verlieren meinen Bären. Oh, oh, oh.
oh, 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 oh. Oh, shit. Gott, der kommt auch noch. So, komm, jetzt. Aber, hallo? Ich muss doch nur da rein. Ready to go? Nein, wie denn? You're mine. Ach, hör auf, der sieht mich doch nicht mal. Jetzt wäre ich aber stinkig. Heathen. May justice be served. Unglaubliche Frechheit. I'll be quick to finish. So. Los, beiß ihn weg! Oh, das ist brutal. Okay, scheiße. Okay, alles klar. So, jetzt muss ich doch nur noch meine Archer-Lady damit reinbringen und dann müsste es doch eigentlich vorbei sein. Mein Bären noch. Was ist denn jetzt los? Ach, weil da noch ein Feind drin ist, oder was? Kacke. Oder muss ich die Feinde alle platt machen? Und das funktioniert gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Fuck. At your command. Ich muss den Bären heilen. Dazu muss der Bär an mich ran. Oh, wenn der von dem platt gemacht wird, bin ich beleidigt. Das ist spannend. Kann ich den Bären heilen? At your command. Ja. Dann muss ich mir auch noch eigentlich selber heilen. So, kann der... Der Bär kann den nochmal hauen. Nein, was ist der denn für ein Killer-Typ? Das gibt's doch gar nicht. Kass. Okay, Oh, okay, sie kann Verspottung anwenden, dann werde ich angegriffen. Ja. At your command. Ja, komm. Oh, Mann. Ich bin unzufrieden. Oh, jetzt sag mir nicht, ich muss die alle platt machen. Was soll das denn? Oh, hör auf. Ach, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Führe deine Gefährten zum Extraktionsbereich. Ich muss doch nicht hier da rein. Das ist doch der Bereich. Ich muss nicht da. So, was, Chat? Okay, lol. Oh, das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Okay. Alright, reden wir nicht drüber, okay? Einigen wir uns drauf, dass das so nicht passiert ist. Habe ich original nicht gesehen. Ich dachte, das passiert automatisch. Naja, alle haben überlebt. Auch wenn die alle teilweise ein bisschen müde sind. Aber überlebt ist überlebt. Sie sind alle angeschlagen oder haben unnötig Prügel bezogen.
Ah, okay, verspotten. 20% auf Kraft. Machen wir mal Urteil. Und dann haben wir ihn hier noch. Der kann, ja, abgestimmter Angriff oder dieser Falken, ne? Falken haben wir noch gar nicht benutzt. Aber das ist einfach, so wie ich spiele, ist das das Bessere. Zurück in die Domäne. Einiges bin gerade erst dazugekommen. Kannst du ein paar Sätze zu dem Spiel sagen? Fragt Strategiefabrik. Klar, das mache ich sehr gerne. Wir spielen Crown Wars, The Black Prince. Erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X und S und natürlich für den PC. Ist erst seit kurzem draußen. Und wir spielen ein taktisches Rollenspiel, rundenbasiert. Es spielt im 14. Jahrhundert, im Hundertjährigen Krieg. Die Franzosen und die Engländer mögen sich nicht, sie hauen sich, sie bekriegen sich, verspotten sich, wo sie nur können. Wir sind auch in diesem Konflikt vertrieben worden, haben jetzt hier eine neue Domäne als Rückzugsort und müssen die jetzt peu à peu aufbauen. Es sind noch einige zerstörte, halbfertige Einrichtungen, die wir im Laufe des Spiels dazu bekommen. Wir haben hier eine Kaserne. Da haben wir unsere Truppen, die wir immer in Gruppen A4 Kriegerinnen und Krieger aufstellen und auf Einsätze schicken. Dort können sie dann leveln und sich auch wieder heilen. Wir können unser Wappen selber machen. Wir können jetzt auch wieder jemanden rekrutieren. Ich hatte ja die sehr lustige Idee, dass wir 4 Beastmaster losschicken. Jetzt habe ich hier aber leider keinen Stufe 2 mehr. Oder? Stufe 1. Der andere müsste auch Stufe 1 sein. Da hatten wir ja vorhin eine Stufe 2 Frau schon, die wir hätten kaufen können. Könnte ich auch noch einen Tag warten. Vielleicht ändern sich dann die zu rekrutierenden Freunde. Und dann einfach 4 Leute losschicken mit 4 Tieren und einfach rein ins Gewühl. Bin ich immer noch Fan von. Jetzt, Stufe 2 war mir lieber. Das hier zum Beispiel wäre vermutlich jetzt Stufe 2, ne? Ja. Guinele Carpenter. Ne, Carpentier. Charpentier? Charpentier. Aber das ist ja nicht Teil meines Gags. Das wäre ja der Gag. Ach, darf ich immer noch nicht? Ach, ich darf noch gar nicht. Vielleicht habe ich auch schon zu viele. Vielleicht muss erstmal jemand sterben. 12 von 12. Da unten steht's. Es muss erstmal jemand sterben. Wir haben einfach zu viele. Oder ich muss jemanden entlassen. Hier, was weiß ich, Rupert oder sowas. Fortschicken. Was kann Rupert denn überhaupt? Gar nichts. Rupert kann nichts. Oder? Tschüss. Sorry, Rupert. Hat nicht funktioniert mit uns. Wir rekrutieren jetzt ihn hier. Sie hier. Mist. Hätte ich mir früher auffallen sollen. Egal, wir gehen jetzt in die Schmiede. Hier können wir Waffen verbessern. Das gefällt mir richtig gut. Wo kann ich den Bogen hier auch verbessern? Also die Armbrust auf jeden Fall, aber der Bogen nicht. Sehe ich das richtig? Armbrust, Axt, Hellebarde, Wurfaxt, Dolch, Hammer, Langdolch, leichter Schild, verstärkter Schild, Streitkolben, Großschwert, Schwert. Schade. Schade. Wo macht man das denn? Alchemisten, Bestienbändiger. Oh. Und dann müsste ich jetzt die Bestienbändiger Rüstung noch verbessern. Und wenn ich dann 4 von das dauert 12 Tage, das ist ja sehr schade. Was haben die Bestienbändiger? Die meisten haben eine Axt, ne? Können wir auch noch die Axt jetzt verbessern?
Und wir gucken noch mal ganz kurz nach, aber ich meine... Hast du später die Option, die Anzahl der Leute zu erhöhen? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass das gehen kann. Lass uns mal kurz gucken. Also, wir haben... Also, die Waffe kann man ja eh wechseln, fällt mir gerade ein. Wenn die dann alle mit einer Axt spielen... wo war ich eigentlich stehen geblieben? Katma777, vielen lieben Dank. Und... Papa Kuma, Shindu, hatte ich schon Danke gesagt? Ich weiß es nicht, ich war so versunken im Spiel. Wir können ja die Waffe ändern, ne? Wir können ja auch wirklich sagen, die kriegen alle die Axt. Und wenn wir dann die Axt verbessern, dann spielen die alle mit einer Axt. Das ist schon okay. Komm, wir gehen zur Schmiede, verbessern die Axt. Verstärkte Axt, verbessern. Dauert ja sowieso 8 Tage, dauert das. Okay. Dann könnte man ja wirklich nochmal drüber nachdenken, so eine Gang aus Beastmastern zusammenzustellen. Okay, dann gehen wir nochmal in den Thronsaal. Lassen die Zeit vorwärts laufen. Ah, was hier? Kann ich irgendwann upgraden? So. Vorlauf, Vorlauf. Die einen kommen zurück und die anderen sind jetzt in der Schlacht. Schwierigkeit leicht, das ist ja gar kein Problem. So. Das ist die andere Gruppe. Auch hier 2 aus dem ersten Einsatz mit Level 2 bereits und 2 Noobs, die jetzt zum ersten Mal Blut riechen und vergießen werden. Hallo Flo, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. So, die hauen wir jetzt auch noch um. Let's go. Oh, das sind aber viele. Oh, es geht direkt los. Kein langes Vorgeplänkel, kein langes Aufstellen der Truppen. Kann auch mal ganz geil sein. Doktoren. Hab ich... Yes. Der hat das Feuerfläschchen. Das würde ich gerne da reinballern. Wenn ich jetzt... Joa, das müsste eigentlich gehen. Von da... hier würde ich treffen. Pass auf. Das machen wir jetzt direkt mal mit dem Alchemisten. Der hat... die Feuerflasche. Und die ballern wir hier rein. So. Nee, komm, ich werf jetzt. Ich darf zuerst. So, jetzt verbrennen die so ein bisschen. Jetzt hau da ab. Gefällt mir gar nicht, aber egal. Ja, und jetzt gebe ich den Rest auch noch. Gebe ich die auch noch. Oh, wen nehmen wir? Den kriegen wir mit den Nahkampfleuten weg. Ich sollte jemanden nehmen, der hinten steht, zum Beispiel... ihn hier vielleicht. Sehr gut. Nur 4? Naja. Okay, dann. Jérôme Brochain geht. Aber wo ist der mit dem Schild? Wie weit kommt er? Kommt er bis da? Nö. Wir müssen die beiden aber zusammen kämpfen lassen. Aber er muss rechts rum, das heißt, Beastmaster Boy geht dahin. Und sein getreues Getier hier. Und jetzt hauen wir die weg, genau. Richtig gut. Jetzt machen wir Teamangriff. Können wir das? Oh. Offene Vene. Ich frage, brauchen wir das? Bei diesem Typen oder machen wir den eh platt? Ah, der hat viel. Ja, wir machen einmal die offene Vene. Er hat Blutung, das gefällt mir. Jetzt kommt unser Bär.
Und ja, gibt ihm richtig einen mit. Okay, er müsste jetzt anhand der Blutung eigentlich schon am Ende sein, aber... Ja, tschüss. Finishing Move! Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, dann haben wir den Johnny da. Jetzt haben wir unsere Bogenschützen. Die kann sich hier super hinter dem Baum verstecken, finde ich. Und den da mal eindecken mit... Ach, sie hat auch ein Feuerfläschchen. Ach so. Sie ist ja die Alchemistin. Ganz vergessen. Sie ist ja gar keine reguläre Bogenschützin. Oh nö, das ist doch Quatsch. Wie hat er das denn gemacht? Okay, das war blöd. Das gefällt mir nicht. Er muss jetzt richten. Wie weit? Ja, hier kann er ihm einen mitgeben. Dann wird er jetzt ja wohl hoffentlich nicht nochmal ausweichen können. I was trained for this. Dankeschön, das ist ja nur ein jämmerlicher Gelehrte. So, Runde beenden. Was? Wer bist du? Okay. Ey! Oh, drei Leute... angezündet. Au. Mist. Okay, erstmal kommt unser großer Held hier und wird den hier niederstrecken. Der Gelehrte hat zwar gerade noch mal ein bisschen Heilung bekommen, aber nichts, was ihm langfristig helfen würde. Und dann nähern wir uns mal schon ihm hier. Können wir nichts mehr machen, aber beim nächsten Mal ist er fällig. Dann fokussierter Schuss. Ja, wenigstens mal getroffen, ne? Und dann können wir noch einmal Heilung machen. Weiter sich. Damit ist sie durch. Sie könnten auch weglaufen, aber brauchen wir nicht. So, und wir schnappen uns jetzt den Typ. Indem wir erstmal dahin gehen. Und der Bär geht so ran. Jawoll, das ist gut. Und gib ihm mal einen mit. Der Bär ist mächtig. So. Nein! Warum? Ja, von wegen. Ready to go. No mercy. Ah, jetzt hängt sie da noch mit zwei rum, aber ich kann nicht mehr machen. Yes. Könntest du, willst du sie finishen? Geht das? Ja, sehr gut. Durch die Achselhaare des Bären. Und ja, der zweite geht auf den. Ach, wie geschickt ist diese Person. Yo, dann gehen wir vielleicht nochmal in Deckung. Und Runde beenden. Die kriegen noch gar nichts mit. Soll mir recht sein. Oh, der heilt sich. Oh, hat mich getroffen. My blade is yours. Ja, unser großer Schwertheld. Hau die nicht um. Und noch einen. Dann können wir jetzt vielleicht die Armbrust auch nehmen und den Rest geben. Jawolski. So, wir müssen alle gegen. Wir haben 13 Runden Zeit nur. Spüre alle Gegner auf. Also wir wissen ja, hier sind noch welche. Dann. Sehen die uns hier? Wagen. Ach, scheiße. Okay. Vielleicht war das dumm. Wir werden es in Kürze erfahren.
Oh fuck. Ja. On the move. Hoffen wir mal, dass es nicht dumm war. Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Da werde ich schon entdeckt, oder was? Warum? Finde ich nicht fair. Dann dahin. So, versteck dich in einem Baum. Und wenn einer kommt, haus ihn um. Wird schon keiner kommen. Ich glaube, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Der kann noch laufen. Wird er da gesehen? Eventuell. Könnte sein, dass wir da gesehen werden. Aber früher oder später müssen wir halt kämpfen. Ich wage mich ran. Und let's go. Oh, das sind das viele, Mann. 6 Stück noch. Oh, das muss mal sein. Dann haben wir noch ihn hier. Yes. Und er. Ja, wie machen wir das jetzt? Kommen die denn zu mir gelaufen überhaupt? Ich glaube, ich greife die jetzt schon mal an. Wir beschleunigen das jetzt mal ein bisschen. Shoot, da komme ich leider nicht ran. Das ist schade. Was, treffe ich hier niemanden? Das ist blöd. Dann... Ja. Yes. Okay, was ist mit meinem Bärenboy? Wie weit kommt der? Bis da und er kommt bis da. Ich glaube, wenn ich jetzt laufe, dann dürfen die sich ja nochmal bewegen, wenn ich dann entdeckt werde. At your service. Von da dürfte ich schießen. Ich wollte eigentlich die Brandbomben werfen. Bis wo trifft sie denn? Hm. Yes. Ja, früher oder später. Komm, wir müssen ja mal früher oder später was machen jetzt. Komm, let's go. Ich bin aufgeflogen, weil ich auffliegen wollte, ne? Das ist schon ein Riesenunterschied. Oh shit, ey. Das war nicht meine Idee. Ah! Okay, da sind wir. Kriegt der Mann die offene Vene reingebreddert. Der Bär schnappt sich dann auch den hier. Hast du nicht mitgerechnet, ha? Huh? Ne, wir machen erstmal ihn. Ich glaube, ich kriege ihn nicht platt, aber vielleicht mit einem Critical? Nö. So, und der Bär macht ihm jetzt, komm, den Rest. Oh, er hat einen noch. Muss das sein? Einen. Warte. Nee, warte mal. Okay, er kann hier hin. Kann er noch einen Schlag setzen? Leider, dann hat er verbraucht. I'll be quick to finish. Nein! Den würde ich gern platt machen, das. Wieso treffe ich denn den anderen nicht? Von hier? Ja. I'll get in position. So. Und jetzt erstmal den da. Sehr gut. Dann ist der aus dem Weg geräumt. Und dann
Kriegt er hier noch einen mit? So, jetzt kann er noch was machen. Er könnte den Alchemist, das alchemistische Pech einmal könnte er schmeißen. Ne, da kommen wir nicht hin. Dann. Ne, musst du auch nochmal weggehen. So, und. Nehmen wir mal das Pech. Oh, das hat ja ganz schön Radius. Gut, dass wir das wissen jetzt. Ach, hatte der eh schon Blutung drauf? Ja gut, da war das unnötig, aber egal. Ey, dem könntest du nicht so weit laufen. Was soll denn das? Au. So, jetzt geht's hier los. Pass auf. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem da. Wir müssen ein bisschen mit unserem Bären aufpassen. Der hat schon wieder einen abgekriegt. Ja, sehr gut. Und vielleicht reicht's ja diesmal. Hat er jetzt Blutung? Ne, der hat keine Blutung. Blöd. I'm ready. Yes, nice. Jetzt können wir. Oh, treffen wir. Also er hat ein Schild. Treffen wir nicht. Könnte ich vielleicht ihn einmal noch. Guck mal, hier wird ja wohl keiner. Ach, okay, so viel zum Thema. Hier wird keiner mehr kommen. Scheiße. Fuck. Treff nur den. Sein, ich gehe hier rüber. Oh Mann. So, gib ihm. Nur drei leider. Dann. Kann ich den festnehmen? Ne, ich muss erstmal hier neben dem stehen. Och, hör auf. Also Fernkämpfer machen natürlich nicht so viel Schaden. Don't expect mercy. Ja, sehr gut. Das hat einen Cooldown von... Mach ich den damit platt? Nee. Nicht ganz. Gut. Jetzt kriege ich wieder ab. Das werden ja immer mehr. So. Bochum für 3-0, das ist krass. Jetzt müssen wir uns um den hier kümmern. So. Warum lebst du noch? Das war nicht mein Plan. Er macht den jetzt kaputt. Yep. Gut, der nee, ne? Yes. Und jetzt kommt unsere Bogenschützin und macht den von hinten einfach mal sowas von platt. Sie ist ja eigentlich, streng genommen ist sie eine Alchemistin, aber komm, der kann nicht ausweichen, das geht nicht. Yes! Gut! Und ihn haben wir auch noch. Er macht mal Überwachung. So. Yes.
Der kann sich noch bewegen sogar. Bringen wir die schon mal ein bisschen in Position. Er kann sich auch noch bewegen. Ach du Scheiße, sind ja wirklich viele Leute noch. Ich habe voll wenig Zeit. Ich hoffe mal, das sind die letzten jetzt. Oh, da ist jemand. Jo. Okay, also. Alchemist könnte... Ach, Mist, er hat das Pech nicht mehr. Das ist ja Pech. Aber sie hat das Feuerfläschchen. Und vielleicht kann sie das da mal so reinballern. Was ist denn die Reichweite des Feuerfläschchens? Oh, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Very well. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Pech zusammenarbeitet. Wenn ich da jetzt Pech hingeschmissen hätte, konnte ich ja leider nicht. Ob das zusammenarbeitet, die beiden Effekte, das wäre natürlich super. Und. At your service. Jo. Versuchen wir erstmal einen aus dem Spiel zu nehmen. Sehr gut, come on, noch ein Treffer. Ach, ärgerlich. Gut, dann. Wer hatte nochmal. Wer hatte das von hinten? Das war er, ne? Er ignoriert Rüstung von hinten oder sowas. Mal erstmal so. Und Barry. Okay. Jawohl. Dann gib ihm. Wir machen die offene Vene. Immer abwechselnd. Wir sind ein gutes Team. Dann weiß er auch nicht, woher die Angriffe kommen. So, hat er Blutung? Ja, er hat Blutung, macht 5 Schaden. Nächste Runde, das heißt, wir müssen ihm irgendwie noch 4 abziehen können. Das wäre fantastisch, aber das kriegen wir nicht hin. Oh, es sei denn, wir nehmen ihn hier. Würden natürlich aber direkt was verschwenden. Ich mach das lieber anders. So, geiler Move. Ja, Wolski. Und dem anderen können wir dann jetzt auch noch eine geben. I'll be quick to finish. So, mehr, viel mehr können wir nicht machen. Er kann sich noch bewegen, aber wollen wir das? Nö. So. Dann... Machen wir jetzt den Leuten hier den Gar aus. Die erste Attacke kommt von unserem Bären. Oder? Nee, warte mal. Nein, 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 nein. Du machst die erste Attacke. Ja, sehr viel besser. Dann kann der Bär jetzt... den hier plätten. Prankenhieb. Komm, das müssen ja aber wirklich die letzten sein. Ja, das sieht gut aus. Yes. Dann kommst du. Guter Typ. Ja, ich könnte die. Ja, ich komme jetzt nicht hinten ran. Wir machen es erstmal so. Oh, was? Warum das denn? Yes. Er kann nochmal ihm eingeben. Und jetzt kommt alles auf sie an. Ah, das wird sie nicht schaffen. So. 3 hat er noch.
Ja, es ist, wie es ist. Ready when you are. Dann stellen wir uns hier nochmal neben den, dass der gar nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. So, guck mal, was will er jetzt tun? Jetzt fühlt er sich bestimmt richtig schlecht. Kann ich ihm auch nicht verübeln. Let's go. Wer darf ihn finishen? Der Bär. Dann er. Sieg! Sehr gut. Gibt's ein Level Up? Ich würde mich sehr freuen. Oh, wie, die sind ja so hauchzart vor Level 3. Oh, ärgerlich. Alchemistisches Pech. Oder fragwürdige Wissen. Jetzt haben wir das Pech. Obwohl, kann man das vielleicht sogar kombinieren? Nee, ich nehme das Pech. Ich habe ja meistens eh nicht beide von denen dabei. Stufe 2 erreicht. Ja, das haben wir immer gemacht. Zurück in die Domäne. So. Wir haben richtig viel verdient. Haben jetzt 1370 Mark. Was haben wir hier? Oh, das Labor ist neu. Guck mal, Leute. Neues Gebäude. Untersuche Formeln, um neue Verbrauchsgegenstände freizuschalten. Untersuchungen kosten Ressourcen und brauchen Zeit. Erlauben es dir aber im Kaufen-Bildschirm neue Verbrauchsgegenstände zu kaufen. Verstärkte Rüstung. Ich kann hier zwar bessere Pfeile dann holen, aber ich kann jetzt den Bogen auch nicht verbessern. Gut zu wissen, was ist hier? Kaserne, Neuankömmlinge? Achso, den wir gekauft hatten, ist der angekommen. Ja. Jetzt haben wir 4 Beastmaster. Er ist natürlich hier nicht Beastmaster, aber sie haben im Prinzip die gleiche Funktion. Und hier auf der Karte sehen wir, die Armeen sind auf der Rückreise. Wir haben jetzt 12 Einheiten. Ein Trupp hat 4 Truppen, also können wir 3 Gruppen parallel Aktionen ausführen lassen. Wir sehen übrigens hier, wenn wir uns die Karte nochmal angucken, wir sind hier mitten in Frankreich, ne? Hier ist das, ist England, Spanien. Was ist das hier noch? Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation? Vielleicht. Ja, wir finden mit diesen siegreichen Kämpfen, die wir hier uns durch listiges Vorgehen erkämpft haben. Hat der Satz am Ende Sinn ergeben? Ist egal, ihr wisst den Anfang schon gar nicht mehr. Das ist Crown Wars. The Black Prince ist ab sofort erhältlich für PlayStation 5, Xbox und natürlich PC. Ich habe es auf PC gespielt. Das Ganze findet ihr zum Beispiel auf Steam, wenn ihr auf PC spielt oder eben auf Konsolen. Und ihr habt ja gesehen, es gibt 6 verschiedene Klassen, die ihr bunt durcheinander mischen könnt und dadurch strategisch andere Herangehensweisen habt. Wir haben jetzt noch nicht unsere 4 Beastmaster in Action gesehen, aber das wäre vielleicht auch nochmal lustig für eine zweite Session. Lieben Dank an Publisher Naken, die das Ganze publizieren für die Zusammenarbeit. Das Ganze war ja heute eine Kooperation, hat wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr das auf YouTube geschaut habt, schaut, freut mich natürlich über Comments. Was ist eure Meinung zum Spiel? Wollt ihr es auch mal ausprobieren? Zum Beispiel, was wäre eure Lieblingskombination innerhalb der Truppe? So. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.